Okay. Jetzt, wo die Koalition noch da ist, können wir, glaube ich, anfangen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle zu unserer heutigen 36. Sitzung des Ausschusses Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Für den Senat darf ich begrüßen Herrn Senator Gebler. Die ersten Anzuhörenden sind auch schon da für die Anhörung danach. Genau, zu Beginn der Sitzung, wie immer, auch der Hinweis, dass die Sitzung live auf der Homepage übertragen wird und auch im Nachgang auf der Seite des Hauses abrufbar sein wird. Ich stelle darüber hinaus fest, dass die Presse nach § 4 der Hausordnung der Präsidentin Bild- und Tonaufnahmen anfertigen darf. Kommen wir zur Tagesordnung heute. Ihr liegt die Einladung mit Tagesordnung vom 24. April 2024 vor. Gibt es dazu Anmerkungen zur Tagesordnung? Ja, bitte, Herr Nass. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir haben eine sehr umfangreiche Tagesordnung. Wir haben zwei Anhörungen und es gibt zum Schluss auch einen Antrag. Mein Vorschlag wäre, dadurch, dass wir leider, also Mitglieder unserer Fraktion, die Verlängerung nicht durchführen können und uns dagegen wehren würden, den Antrag, zumindest den Antrag Punkt 6b, so lange verschieben, bis wir die Auswertung und das Protokoll zu der Besprechung haben. Vielen Dank. Da war jetzt der Vorschlag der CDU-Fraktion bzw. der Koalition, den Antrag im Rahmen der Auswertung der Anhörung zur Anhörung zum Tagesordnungspunkt 6 zu verschieben. Insgesamt ist zur Tagesordnung aber auch zu sagen, wir haben ja heute zwei Anhörungen auf der Tagesordnung und ein relativ knappes Zeitbudget. Deswegen wäre der Vorschlag, da auch Frau Jens von die zum Top 5 eingeladen ist, als Anzuhörende bereits um 11.15 Uhr wahrscheinlich uns verlassen muss, wäre der Vorschlag zu schauen, dass wir die Top 5 bis 11.15 Uhr abgehandelt haben, die erste Anhörung. Das würde auch noch Potenzial ermöglichen, dass wir die zweite Anhörung durchbekommen heute. Und daher schlage ich mal schon mal vor, eine Redezeit zur Begrenzung für beide Anhörungen zu machen, auf 3 Minuten pro Abgeordneten und auch dem Vorschlag hier einen Redebeitrag pro Fraktion anzustreben, damit wir zügig auch durch die Fragerunde oder Fragerunden kommen, um das Zeitbudget hier einzuhalten. Das wären jetzt insgesamt 3 Vorschläge, die hier zur Diskussion stehen, wie wir heute durch die Tagesordnung kommen. Eine Fraktions- und eine Redebeitrag. Bitte? Eine Fraktionsgruppe. Genau. Genau. Dann bitte, Herr Otto. Ich habe mich jetzt gemeldet zu dem Ansinnen, den Antrag hier zu vertagen zu 6b. Also wir wären damit einverstanden, dass wir den heute nicht abstimmen. Aber der ist ja Gegenstand der Anhörung. Wir haben ja Leute eingeladen, die zu diesem Antrag uns auch was sagen sollen. Deshalb also würden wir vorschlagen, dass wir den abstimmen, wenn das Wortprotokoll vorliegt, aber nicht heute von der Tagesordnung streichen. Das wäre insofern die Gegenrede. Danke. Okay. Ich sehe aber hier vorne Nicken und Zustimmung, dass das so zu interpretieren ist, auch der Vorschlag von der Koalition. Dann hätten wir da Einigkeit und die Frage wäre dann zu den anderen beiden Vorschlägen, habe ich jetzt keinen Widerspruch gesehen, deswegen würde ich sagen, dass wir so verfahren. 1, 2, 3, okay, Widerspruch, Möglichkeit vorbei. Dann gehen wir weiter und kommen zum Top aktuelle Viertelstunde und da sind 3 Fragen eingegangen, die wir natürlich wie gewohnt der Reihenfolge nach des Eingangs aufrufen werden. Zunächst die Fraktion Die Linke, dann Bündnis 90 Die Grünen und Fraktion der SPD die Fragen eingereicht. Dann bitte schön, Fraktion Die Linke, wer stellt für Sie die Frage? Bitte, Frau Genbuck. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir fragen, wie steht der Bausenator zur sogenannten Dresdner Erklärung zu einer klima- und sozialgerechten Bauwende vom 26.04.2024, worin die Dekane und Abteilungsleiterkonferenz für Architektur, Raumplanung und Landschaftsarchitektur in der Bundesrepublik Deutschland fordert, angesichts der planetaren Grenzen die Baubedarfe zu überdenken und durch eine neue Umbaukultur die Lebensdauer von Gebäuden zu verlängern, anstatt sie abzureißen und Klimaresilienz zur Planungsgrundlage für das Bauen zu machen. Vielen Dank, Frau Gendung. Dann bitte Herr Gebler. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, Frau Abgeordnete Genburg. Das ist ja nun nicht besonders neu, was die Dekane und AbteilungsleiterInnen, nehme ich mal an, Konferenz für Architektur, Raumplanung und Landesschaftsarchitektur da fordert. Insofern gilt da das, was wir auch an anderer Stelle schon
sagen, dass es natürlich darum geht, auch zu schauen, was kann man im Bestand machen, was kann man mit Umbau machen, wie kann man nachhaltig sanieren. Aber wir müssen natürlich auch das immer abwägen, weil nachhaltige und effiziente Neubauten eben auch eine Möglichkeit bieten, um schnell und kostengünstig klimagerecht zu werden. Bei Abrissgenehmigungen handelt es sich auch um einen Eingriff in das durch Artikel 14 Grundgesetz garantierte Eigentumsrecht. Sie wissen selber, dass es da auch Gerichtsurteile gibt, die eben auch das Recht auf Abriss bei entsprechenden wirtschaftlichen bzw. unwirtschaftlichen Voraussetzungen anerkennen. Und deshalb müssen wir natürlich sehen, dass eine solche Genehmigungserfordernis oder Versagung auch mit klaren und eindeutigen Voraussetzungen und Argumenten verbunden sein muss. Bisher gibt es noch keine eindeutigen nachvollziehbaren Systeme zur CO2- oder Lebenszyklusbewertung, die dafür eine entsprechende Grundlage liefern. Da müssen wir tatsächlich gemeinsam daran arbeiten. Gerade die, die das immer wieder einfordern, sollten sich auch darum bemühen, entsprechende fachlich nachvollziehbar und rechtlich stabile Grundlagen zu schaffen. Wenn es um Abriss, also um Umbau statt Abriss und Neubau geht. Die Themen graue Energie ist ja da manchmal auch so ein bisschen ein Schlagwort, was nicht weiter untersetzt wird, weil graue Energie ist auch kein Selbstzweck oder Selbstwert, sondern muss auch entsprechend bewertet werden können, auch eben tatsächlich auf einen Lebenszyklus bezogen. Und genau dieses ist die Herausforderung, vor denen sich, glaube ich, viele sehen auch Schadstoffbelastung in Bestandsgebäuden, da haben wir heute auch noch das Thema, muss natürlich auch mit einbezogen werden. Wir haben für das Schneller-Bauen-Gesetz als untergesetzliche Maßnahme auch vorgesehen, dass die Erarbeitung von einvernehmlich anerkannten Regeln in den Expertenkreisen mit initiiert wird. Und es ist aber derzeit nicht absehbar, wann es dann zu entsprechenden verwertbaren Ergebnissen kommt. Im Schneller-Bauen-Gesetz und unter anderem aber auch ein neuer Paragraph 48 Absatz 5 vorgesehen, mit dem auch die Erleichterung bei Umnutzung von Gebäuden zu Wohnzwecken geschaffen werden soll. Insofern tragen wir dem schon Rechnung, aber wir brauchen eben auch entsprechende Untersetzungen, damit das sowohl fachlich als auch rechtlich sauber abgesichert werden kann. Vielen Dank, Herr Senator. Gibt es einen Wunsch einer Nachfrage der Linksfraktion? Ja, Frau Gernburg. Definitiv. Also ich habe jetzt ganz viel Aber gehört. Herr Gebler, Sie haben jetzt erklärt, was die Wissenschaft alles liefern muss. Ich habe Sie aber gefragt, wie Sie dazu stehen, ob Sie das anerkennen. Was liefern Sie, damit diese Forderung, die diese hochdotierten Menschen, die sich wissenschaftlich mit den Fragen beschäftigen, wie anders gebaut werden muss, damit das Realität wird? Und inwiefern sehen Sie auch, dass das eine klare Kritik an einem Schneller-Bauen-Gesetz ist? Bitte, Herr Senator. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, Frau Abgeordnete Genburg. Vielleicht habe ich mich eben unklar ausgedrückt. Ich trage es sonst gerne noch mal vor, dass wir im Schneller-Bauen-Gesetz zum einen genau das Thema haben, dass wir sagen, um das Ganze rechtssicher und fachlich untersetzt zu machen, weil bei aller Wertschätzung von Architektinnen und Architekten sind das jetzt nicht unbedingt die Fachleute für Umweltauswirkungen, CO2-Bilanz und Lebenszyklus auf diese Dinge bezogen, dass wir da einen entsprechenden Arbeitsprozess initiieren wollen, in dem wir dann auch fachlich untersetzte und auch nach Möglichkeit verbindliche Regeln finden, nachdem man genau dieses bewerten kann. Zum Zweiten habe ich auch vorgetragen, dass wir in einem neuen Absatz vorsehen, dass es eine Erleichterung bei Umnutzung von Gebäuden zu Wohnzwecken geben soll. Und genau das ist eine Reaktion auf das, was Sie hier gefragt haben. Vielen Dank, Herr Senator. Dann kommen wir jetzt zur Frage von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte um Einbringung. Ja. Vielen Dank. Wir fragen den Senat, wie begründet der Senat die Erwägung, die im Haushalt eingestellten Mittel für Vernetzungsmaßnahmen zwischen Politik, Verwaltung, Bewegung und Zivilgesellschaft nicht an das bewährte Format des INI-Forum Stadtpolitik zu vergeben, sondern durch eine Neuausschreibung des INI-Forum einzustampfen bzw. eigenständig Maßnahmen zur Vernetzung im Bereich des Wohnungswesens vorzubereiten. Danke, Herr Schwarze. Bitte, Herr Senator Gebler. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, Abgeordneter Schwarze,
Erstmal geht es hier gar nicht darum, das in die Form einzustammen, sondern hier geht es darum, dass man nach einer bestimmten Laufzeit eine solche Einrichtung auch bewertet und schaut, was sind die Anforderungen aktuell und wie können wir darauf eingehen. Insofern sind die Vernetzungsmaßnahmen zwischen Politik, Verwaltung, Bewegung und Zivilgesellschaft für den stadtentwicklungspolitischen Diskurs auch von Bedeutung. Und wir begrüßen es daher auch, dass das Abgeordnetenhaus entsprechende Mittel bereitgestellt hat. Diese Vernetzungsmaßnahmen sind jedoch nicht zwingend an ein konkretes Format gebunden, sondern ich glaube nach, weiß gar nicht, wie lange es in die Form jetzt existiert, 5, 6, 7 Jahre, dass nach dieser Zeit es auch durchaus sinnvoll ist, mal zu schauen, was hat sich bewährt, was kann man anders machen. Wir wollen auf jeden Fall die Vernetzung weiter fortsetzen, indem wir wichtige aktuelle Fragestellungen dann auch entsprechende Veranstaltungen oder Diskurse mit Landesmitteln unterstützt werden. Ein Beispiel war ja der Krisengipfel Auslaufende Bindungen, wo die Initiative Pankow gegen Verdrängung im Lied war und von der Stadtentwicklungsverwaltung finanziell unterstützt worden ist. Und wir bereiten auch weitere Maßnahmen vor. Die Leistungen insgesamt werden ausgeschrieben. Die Ausschreibung einer Unterstützung der Organisation von Vernetzungsmaßnahmen wird durch den Fachbereich vorbereitet. Ich glaube, das dient auch der Transparenz, dass hier nicht sozusagen Leute, nur weil sie es schon 7 Jahre machen, immer weiter Geld bekommen, sondern dass man auch mal im Rahmen einer Ausschreibung ermittelt, was sind eigentlich die Aufgaben, was ist der Preis dafür und wie koordiniert man das gegebenenfalls mit anderen Mitteln. Wir glauben, dass es schon gut ist, wenn auch Teile dieser Gelder für konkrete einzelne Aktivitäten und Foren in Bezirken oder von bezirklichen Initiativen durchgeführt werden und glauben daher, dass das keine Abschaffung ist, sondern dass es im Zweifelsfall eine Weiterentwicklung ist. Genaueres wird sich dann auch aus der Ausschreibung ergeben, in der sich natürlich auch das INI-Forum bewerben kann. Vielen Dank, Herr Senator. Gibt es Wunsch einer Nachfrage? Herr Schwarzer, bitte. Ja, vielen Dank erstmal für die Antwort. Die Nachfragen erzeugt, von denen wir jetzt natürlich nicht alle stellen können. Wir haben ja nur eine. Ich versuche es aber mal auf den Hauptpunkt zu bringen. Sie sagen, dass Sie da eine Auswertung vorgenommen haben, es um Anforderungen geht etc. Dann würde mich aber interessieren, zu was für einem Schluss und aus welchen Gründen sind Sie denn jetzt zu dieser Entscheidung gekommen? Das jetzt nur formal zu begründen, dass Leute Dinge schon lange tun, glaube ich, ist da nicht ausreichend. Mich würde das dann inhaltlich interessieren, vor allen Dingen, wenn Sie zu einem anderen Schluss kommen, außer der Fortführung, dann muss es ja Punkte gegeben haben, wo Sie sagen, dass Sie das Format oder die Form so nicht haben möchten. Bitte, Herr Senator Gebler. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, Abgeordnete Schwarze, Sie haben recht, das ist sicherlich im Rahmen einer aktuellen Viertelstunde hier schwer zu beantworten. Es hat dazu ja auch schon 2 schriftliche Anfragen gegeben, in denen wir ausführlich darauf eingegangen sind. Und ansonsten sind wir in der weiteren Klärung. Vielen Dank. Dann gehen wir weiter zur Frage der Fraktion der SPD und vermute, dass die Kollegin Sevim Aydin sie stellen wird. Ja, vielen Dank. Wie bewertet der Senat den Ankauf von 4.500 Wohnungen durch die HOWOG und Berlin-Novo in Lichtenberg und Adlershof sowie von Flächen für die Entwicklung von Buch am Sandhaus in den vergangenen Wochen sowie den Erwerb eines Neubauprojektes durch die WBM in Spandau, der am Montag vor 2 Wochen bekannt geworden ist? Vielen Dank. Bitte, Herr Senator. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, Frau Abgeordnete Aydin. Der Senat hat sich ja in den Richtlinien der Regierungspolitik, die vom Abgeordnetenhaus ja auch beschlossen worden sind, darauf ausgerichtet, dass der Zuwachs an landeseigenen Wohnungen sowohl durch Neubau als auch durch Ankauf erfolgen soll. Insofern ist gerade jetzt hier dieses Paket, was HOWOG und Berlin-Novo erworben haben, ein gutes Beispiel dafür, weil wir zum einen 4.500 Wohnungen in einem guten Zustand zu einem angemessenen Preis erwerben konnten, die die Bestände der HOWOG in Lichtenberg auch gut ergänzen, weil sie dort reinpassen und auch sowohl ähnliche Bauzeiten als auch ähnliche Vermietungssituationen haben. Zum Zweiten haben wir aber auch Flächen für die Entwicklung von Buch am Sandhaus erworben, und zwar sowohl Kompensationsflächen, um Ausgleich für Natur- und Artenschutz zu machen, als eben auch Flächen für Wohnungsbau. Auch in den Flächen, wo jetzt die 4.500 Bestandswohnungen erworben worden sind, sind Potenziale für
Wohnungsneubau. Insofern ist das aus unserer Sicht tatsächlich eine sehr gute Situation gewesen, die auch einen längeren Vorlauf hat. Und dass das jetzt so zu einem Paket zusammengefasst worden ist und zeigt, glaube ich, genau dieses Potenzial, was darin steckt. Wir haben hier auch tatsächlich einen angemessenen Kaufpreis, sage ich ganz deutlich, das ist jetzt kein Schnäppchen, aber wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass mit niedrigen Kaufpreisen dann manchmal auch sehr hohe Folgekosten verbunden waren. Das ist hier nicht zu erwarten, weil die Wohnungen, wie gesagt, in einem guten Zustand sind. Und das Beispiel jetzt der WBM, nach dem Sie auch gefragt haben, in Spandau ist genau eins von denen, wo wir sagen, wenn jetzt Projekt relativ weit fortgeschritten ist, aber der Projektentwickler niemanden findet, der es baut, dass zu angemessenen Konditionen dann auch landeseigene Gesellschaften dort einsteigen können, um hier tatsächlich die dringend erforderlichen neuen Wohnungen voranzutreiben. Und das ist hier an der Stelle auch der Fall. Im Rahmen eines Asset Forward Deals 140 schlüsselfertige Wohnungen zu erwerben, da sind 90% der Wohnungen im ersten Förderweg errichtet worden. Die restlichen 10% werden im dritten Förderweg errichtet. Insofern haben wir hier auch ein sehr klares Signal dafür, dass wir eben hier auch für untere Einkommensschichten eine größere Zahl neuer Wohnungen schaffen und hier auch der Meinung sind, dass das im Quartier auch vertretbar ist. Daher die Landeseigengesellschaft an dieser Stelle ihre Aufgabe für breite Schichten der Bevölkerung auch Angebote zu machen, nachkommen. Danke, Herr Senator. Zur Nachfrage von der SPD-Fraktion. Bitte, Frau Hardy. Stehen den betroffenen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften HoVoG und Berlinovo durch den Ankauf jetzt weniger Geld für den Neubau zur Verfügung? Herr Senator, bitte. Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, Frau Abgeordnete Aydin, nein, die Gesellschaften haben das in ihre Wirtschaftsplanung mit eingepreist und bin Ihnen auch sehr dankbar dafür, dass Sie das entsprechend möglich machen, auch ohne Landeszuschüsse an dieser Stelle im Rahmen Ihrer Wirtschaftsberechnung das hinzubekommen. Beide Gesellschaften, das war natürlich auch eine Diskussion vorher, sehen darin keine Einschränkung ihrer Möglichkeiten, ihre Neubauvorhaben voranzubringen. Gerade bei der HoVoG ist es ja sogar so, dass für Buch am Sandhaus das ja eine entsprechende Unterstützung ist, dass dort, wenn ja aus einer Hand dann geplant werden kann und nicht drei Beteiligte sind. Wir haben ja jetzt fast der größte Teil der Flächen, die dort zur Bebauung anstehen, ist jetzt in landeseigenen Gesellschaften. Und es gibt nur noch einen kleinen Anteil von etwas über 1% bei einem Privaten. Und ich glaube, das spart am Ende auch Geld und Zeit. Insofern ist das, sind diese Bedenken auf jeden Fall auszuräumen. Vielen Dank, Herr Senator. Dann gibt es jetzt noch die Möglichkeit für spontane mündliche Fragen der Fraktionen, die keine schriftliche Frage eingereicht haben. Das wären die Fraktionen der CDU oder AfD. Hat auch nichts. Okay, dann ist der Punkt 1 der Tagesordnung hiermit abgeschlossen und ich rufe auf den Punkt 2 der Tagesordnung, den Bericht aus dem Senat, und gebe dazu das Wort an den Herrn Senator. Genau, aus der Senatsverwaltung, aber ich will tatsächlich auch noch was zum Senat sagen. Wir werden morgen im Senat die Weiterentwicklung des Campus für Demokratie haben. Da geht es ja darum, wie ist der Sachstand und wie ist es in den letzten 12 Monaten weiter vorangegangen. Wir haben jetzt gegenüber dem Bund erreicht, dass im Rahmen der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie auch die Integration eines Forums Opposition und Widerstand geprüft wird. Das war ja der Wunsch auch der Parlamente an der Stelle, einen Erinnerungs- und Forschungsort zum Archiv der DDR-Opposition zu schaffen. Wo das genau verortet wird, ist noch zu klären, aber dass das jetzt mit einbezogen wird. Das Bebauungsplanverfahren 1180, was ja den Rahmen setzt, dann da ist eine Konkretisierung des B-Plan-Vorentwurfs unter Einbindung von der Flächeneigentümer und von ansässigen Nutzern gelaufen. Ziel ist es tatsächlich, frühzeitig die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung noch im zweiten Quartal 2024 durchzuführen. Und es gibt auch noch parallel eine Flächenbedarfsabfrage bei öffentlichen Stellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, um mögliche Nutzungsperspektiven für den Leerstand auf dem Areal zu entwickeln. Hinsichtlich der vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Entwicklungsziele wird im Bericht auch zugesichert, dass sich der Senat mit Nachdruck für eine Berücksichtigung
des Forums einsetzt im Gedenkstättenkonzept des Bundes, also auch der Campus, der Campus für Demokratie soll da berücksichtigt werden auf unserer Sicht. Und ja, zu weiteren Themen gibt es dann auch noch Erläuterungen, die ich jetzt hier nicht alle vortragen will. Dann möchte ich gerne darauf verweisen, wir haben ja immer das Thema, wie kann man Energie, also vorhandene Energie besser nutzen, in diesem Fall Abwärme aus technischen Anlagen oder Rechenzentren. Wir haben hier ein Pilotprojekt einer von zwei Tochtergesellschaften der Deutschen Telekom mit der GEWOBAG, koordiniert von der GASAG an der Stelle, nämlich die Nutzung der Abwärme aus einem ITK-Netzknoten am Standort Winterfeldstraße zur Wärmeversorgung des Palaceum, ein Wohnkomplex an der Palaststraße. Das Ganze ist in einem Block, die Entfernung beträgt etwa 140 Meter über die Wärmetrasse, die dort gebaut worden ist. Und damit können in Spitzenzeiten rund 36.000 Quadratmeter Fläche und über 500 Wohnungen beheizt werden. Das ist, glaube ich, ein gutes Pilotprojekt, wo es hoffentlich noch viele Nachahmer an der Stelle gibt. Dann haben wir am Freitag auch Richtfest für 255 Wohnungen an der Wendenschlossstraße gefeiert für die GEWOBAG. Das ist insofern ein interessantes Projekt, weil es auch nochmal zeigt, dass die städtischen Gesellschaften der ganzen Stadt auch Angebote für breite Schichten der Bevölkerung machen, weil hier in Wasserlage ab 2026 ein neues Zuhause geschaffen wird in 255 Wohnungen, darunter auch ein größerer Teil größere Wohnungen, also für Familien geeignet. 219 von diesen 255 Wohnungen sind geförderte Wohnungen zu bezahlbaren Mieten. Insofern auch das trägt, glaube ich, dazu bei, dass eben auch dort in guter Lage eben auch Menschen mit niedrigem Einkommen guten Wohnraum bekommen können. Dialogprozess Tempelhofer Feld ist, glaube ich, schon bekannt geworden, dass wir dort jetzt die Einladungsbriefe an 20.000 Berliner und Berliner verschickt haben, aus denen dann Interessenten ausgewählt, im Zweifel ausgelost werden, die sich dann in Dialogwerkstätten mit dem Tempelhofer Feld beschäftigen und mit der Frage, welche gesamtstädtischen Bedarfe gibt es in Berlin, welchen Beitrag kann das Tempelhofer Feld leisten. Und an der Stelle auch nochmal sagen, dass in einer Demokratie, glaube ich, Dialog ganz wichtig ist und dass alle die sagen, dieser Dialog, der darf gar nicht stattfinden, da vielleicht irgendwas falsch verstanden haben. Es wird an der Stelle keine Entscheidung geben, sondern es gibt einen Dialog über Möglichkeiten, dort Bedarfe abzudenken, die für Berlin wichtig sind. Und dann muss am Ende politisch entschieden werden, wie man damit umgeht. Wir kriegen damit aber eine Qualifizierung der Debatte, die nicht nur sagt, einmal beschlossen bleibt immer so. Das hieß ja, dass man Gesetze niemals verändern darf. Aber natürlich bedarf es hier einer Debatte in der Stadtgesellschaft, die auch nicht nur von diesen dort ausgewählten Menschen geführt wird, sondern sich ja breitere Kreise zieht, aber wo auch nochmal dargestellt wird, was gibt es an Für und Wider, was gibt es zu bedenken und was könnte eine eventuelle Lösung sein. Es wird da aber, wie gesagt, werden da keine Fakten geschaffen, sondern es werden Debatten geführt und das ist, glaube ich, etwas, was für eine demokratische Gesellschaft und mit offenem Dialog dann auch gut und richtig ist. Wir haben noch ein neues Typenbauprogramm Holzkompartmentschule gestartet mit einer Baumaßnahme in Berlin-Mahlsdorf an der Landsberger Straße. Da geht es darum, dass in den nächsten 4 Jahren bis zu 10 Grund- und Oberschulen in einem Holzkompartmentbau als Typenbauprogramm vorangetrieben werden. Wir haben festgestellt, dass wir da sehr schnell sein können. Hier ist es tatsächlich so, dass vom Beginn der Bauarbeiten bis zur Fertigstellung wir in einer Rekordzeit von ungefähr 1,5 Jahren dann die Schule dort stehen haben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir dringend brauchen, um auch die soziale Infrastruktur zu haben. Bereits zum Schuljahr 2025/26 können Schülerinnen und Schüler in das neue Gebäude einziehen. Es stehen dort 625 Schulplätze und das wird auch, wie gesagt, an weiteren neuen Standorten der Fall sein. Dann will ich abschließend noch etwas sagen zum Thema Kastanienallee 86, das sogenannte Tuntenhaus. Da läuft ja am Mittwoch die Frist ab. Wir
sind mit dem Bezirk Pankow einig, dass der Bezirk das Vorkaufsrecht ausübt und wir dazu die Voraussetzung schaffen. Da gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, entweder über die Stiftung, die Genossenschaft oder über die eine landeseigene Gesellschaft. Beide Varianten werden so vorbereitet, dass sie am Mittwoch dann auch umgesetzt werden können. Insofern sind wir da, glaube ich, auf gutem Wege und hoffen, dass wir dann auch eine Perspektive für dieses wichtige Zentrum bieten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Senator. Jetzt gibt es die Möglichkeit für kurze Nachfragen. Betonung liegt hier auf kurz wiederum. Und habe Wortmeldungen von Kollegin Genburg und danach Kollege Schwarze. Frau Genburg, bitte. Ja, vielen Dank. Danke, Herr Senator, für den Bericht aus dem Senat. Ich habe zum Thema Abwärmerechenzentrum auf jeden Fall auch noch mal eine Nachfrage. Mich freut es sehr. Wir hatten ja dazu letztes Jahr gefragt, da hieß es noch, das sei alles nicht möglich. Offenbar hat sich das jetzt verändert. Können Sie uns zusagen, dazu vielleicht mal dem Ausschuss dann auch noch mal einen Bericht zu geben, vielleicht an welchen Stellen sowas jetzt schon geplant wird, diese Abwärmenutzung, das ist ja nicht ganz unerheblich und ist ja auch wirklich ein Mehrwert auch für die Stadt, wenn solche Abwärmenutzungen ermöglicht werden. Punkt 1. Punkt 2 natürlich zum Tempelhofer Feld. Das muss natürlich sein. Sie haben diese 20.000 Briefe jetzt verschickt. Sie sagen, dass Dialog möglich sein muss. Ich sage mal so, 3 Millionen Euro für Dialog sind natürlich auch so eine Sache. Können Sie noch mal darstellen, an welcher Stelle das ob der Bebauung, also ob überhaupt bebaut werden soll, in der Kommunikation mindestens 50% der Befassung der Menschen ausmacht? Oder geht es wirklich nur um das Wie, damit die Menschen sozusagen nur die Möglichkeit haben, zu sagen, ja, entweder in rosa oder in braun, aber bebaut werden soll es auf jeden Fall. Das würde mich noch mal interessieren. Vielen Dank. Dann bitte Herr Schwarze. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch in die gleiche Richtung zum Tempelhofer Feld. Mich würde genauso interessieren, inwiefern dieser Dialogprozess offen ist. Also inwiefern es, wie Frau Genburg auch gerade schon richtig ausführte, dort überhaupt den Raum gibt, zu sagen, auch der Status quo, der ja auf einen Volksentscheid zurückgeht, ist einer, der Teil der Planung ist, oder wird dieser gar nicht erst betrachtet? Und kombiniert damit die Nachfrage zu der Auswahl der Personen, weil Sie gerade sagten, im Zweifel werden die ausgelost. Wie werden die denn sonst ausgewählt? Gibt es da eine Auswahlkommission oder wie darf man sich das vorstellen? Das würde mich auch interessieren. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen habe ich nicht. Dann bitte Herr Senator Giebler. Also fangen wir mal mit den Letzteren an. Erstmal ist ja grundsätzlich die Frage, wie viele Leute interessieren sich überhaupt und sind bereit, diesen doch gewissen Zeitaufwand auf sich zu nehmen, um sich daran zu beteiligen. Bei 20.000 ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man auf die entsprechende Zahl kommt. Wäre das nicht der Fall, wären halt sozusagen die Gesetze, die sich bereit erklären, das zu machen. Es gibt keine Auswahlkommission. Es gibt aber für die Auslosung natürlich dann schon Situation, dass es ist ja nach repräsentativen Kriterien eingeladen worden und deshalb muss natürlich bei der Auswahl geguckt werden, dass diese Kriterien auch eingehalten werden. Insofern wird wahrscheinlich die Auslosung eben auch nach diesen Kriterien, also diese Kriterien in irgendeiner Form berücksichtigt. Es bleibt aber dabei, es gibt da keine Auswahlkommission, es wird auch niemand gesetzt, sondern es gelten diese Kriterien, das ist sozusagen eine entsprechende Mischung von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, Stadtteilen und sonst was sein soll. Und das wird bei der Auslosung berücksichtigt, ansonsten gibt es dort keine Setzung und auch keine subjektiven Entscheidungen durch einzelne Personen. Nochmal, dieser Dialogprozess ist einer, in dem übrigens auch die Initiativen ihre Punkte vortragen können. Die werden da auch mit eingebunden. Insofern ist natürlich die Variante, es bleibt alles so, wie es ist. Oder es muss noch mehr Freizeitangebote entwickelt werden, aber kein Wohnen oder was auch immer. Auch ein Teil des Dialogprozesses. Irgendeine Quotierung in irgendeine Richtung gibt es aber nicht, weil das ein offener Dialogprozess insofern ist, man sagt, wir haben jetzt einen gewissen Status quo. Und wenn man von dem Status quo abweichen will, was müsste man dabei beachten? Beziehungsweise welche Bedarfe könnte man damit überhaupt erfüllen? Und dann wird am Ende zu entscheiden sein, ob man das will oder nicht, aber nicht von den Personen, die diesen Dialog führen. Weil es ist, wie gesagt, keine Entscheidungswerkstatt, sondern es ist eine Dialogwerkstatt. Ich verstehe auch gar nicht, dass das so eine Aufregung bietet. Und natürlich kann da über alles diskutiert werden. Es ist nichts von vornherein gesetzt, aber es ist der Wunsch, dass darüber diskutiert wird, was gibt es an Bedarfen in der Stadt, was bietet das Tempelhofer Feld an Potenzialen dafür, was hat das Tempelhofer Feld an Nutzung, welche Bedarfe
kollidieren damit gegebenenfalls, welche nicht. Und genau das soll in diesen Werkstätten diskutiert werden. Ich finde, das ist ein sehr offener und transparenter Prozess. Und immer zu sagen, nein, es muss aber auch möglich sein, sich die Hälfte der Werkstätten darüber zu unterhalten, dass man nichts ändern will, dann brauche ich nicht so viel Zeit da rein zu investieren. Aber dass das Thema, nichts zu ändern, auch Teil des Dialogs ist, ist doch klar. Sonst wäre es ja kein Dialog. Vielen Dank, Herr Senator. Entschuldigung. Und zu den Potenzialen. Also wir haben jetzt noch keinen abgeschlossenen Bericht. Wenn wir sozusagen neue Erkenntnisse haben, wenn wir sehen, wie wir die in geeigneter Weise mitteilen, aber ich kann jetzt hier keinen Bericht zu irgendeinem Zeitpunkt zusagen, weil das gerade in der Zusammenstellung ist. Außerdem ist das Sache der Kollegin von MVKU und insofern müssen Sie das in dem anderen Ausschuss dann bitte machen. Aber wir tragen gerne mit unseren Potenzialen dazu bei, aber eigentlich ist Wärmeplanung eine Sache von MVKU, Energieversorgung von Wirtschaft, Energie und Betriebe und insofern haben die da eher den Überblick als wir. Gut, große Einigkeit, sehr schön. Dann ein kleines Punkt 2 der Tagesordnung damit abgeschlossen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3 und zwar die Vorlage zur Beschlussfassung über das 4. Gesetz zur Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes. Zu diesem Top ist auch Frau Steinhaus-Steinrück von der Senatsverwaltung hier, die uns allen für Fragen zur Verfügung stehen wird. Und zur Einleitung hat der Senat die Gelegenheit zu eingehenden Erläuterungen. Bitte, Herr Senator. Ja, vielen Dank, Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Das ist jetzt eigentlich noch ein relativ unspektakulärer Gesetzentwurf. Das ist noch nicht der große Wurf, den wir auch in Bearbeitung haben, Änderungen des Architekten- und Baukammergesetzes, sondern hier geht es tatsächlich erstmal um die Umsetzung der Richtlinie EU 2018/958 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierung. Da hatte die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet, wegen aus ihrer Sicht ungenügender Umsetzung. Und deshalb gibt es jetzt diese Überarbeitung. Die Aufforderung war, dass die für die Verhältnismäßigkeitsprüfung relevanten Begriffe vollständig und genau in nationales Recht umgesetzt werden. Wir wollen jetzt hier mit der Änderung oder mit der Änderung sollen 4 Begriffe in das Architekten- und Baukammergesetz aufgenommen werden, nämlich das Thema geschützte Berufsbezeichnung, vorbehaltene Tätigkeit, reglementierter Beruf und Berufsqualifikation. Die geforderten Änderungen müssen bis zum Ende des zweiten Quartals in Kraft treten, um eine Klage von dem EuGH abzuwenden. Und im Falle des Unterliegens stünden dann erhebliche Strafzahlungen an, die der Bund dann an das Land Berlin weiterreichen würde, soweit Berlin Verursacher ist. Auch der Bund hat kürzlich das zweite Gesetz zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaft verabschiedet und die genannten Begriffe in verschiedene berufsregelnde Bundesgesetze aufgenommen. Die Änderungen, die hier vorgeschlagen werden, entsprechen der Absprache zwischen Bund und EU-Kommission und sollen dann auch zur zeitnahen Beendigung des Vertragsverletzungsverfahrens beitragen. Vielen Dank, Herr Senator. Wortmeldung dazu sehe ich jetzt hier an der Stelle nicht. Dann würde ich hiermit auch die Aussprache schließen und zur Abstimmung der Vorlage übergehen, da es keinen Aussprachebedarf zu geben scheint. Und frage dann, wer für die Annahme des Entwurfs in der vorliegenden Fassung ist. SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Grüne, Linke. Zum Zugestimmt, wer Gegenstimmen? AfD-Fraktion, Stimmenthaltung, kann es dann eigentlich nicht geben. Somit ist der Entwurf angenommen. Es ergeht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Vorlage zum Gesetz zum 6. Staatsvertrag über die Änderung des Landesplanungsvertrages. Zu diesem Tagesordnungspunkt findet gerade Wechsel statt. Da ist nämlich der Herr Fichtner anwesend und kann hier steht für Fragen von den Ausschussmitgliedern zur Verfügung. Auch hier hat der Senat die Möglichkeit, eine einleitende Stellungnahme abzugeben und die Vorlage zu erläutern. Herr Gebler, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Der Bund hat mit der am 28. September 2023 in Kraft getretenen Novelle des Raumordnungsrechts umfassende Änderungen im Raumordnungsrecht vorgelegt. Der Landesplanungsvertrag gilt derzeit in der Fassung von 2011, ist daher veraltet. Und mit den vorliegenden Änderungen werden zum einen die notwendigen Anpassungen an das geänderte Bundesrecht vorgenommen,
aber es sollen eben auch Verfahren der Raumordnung vereinfacht und stärker digitalisiert werden, weil, wie gesagt, der Landesplanungsvertrag schon etwas in die Jahre gekommen ist und gerade die neuen Anforderungen, steigende Anforderungen durch Digitalisierung, Globalisierung, Energiewende und demografischen Wandel stellen auch die gemeinsame Landesplanung mit Brandenburg vor neue Herausforderungen. Deshalb müssen wir schneller reagieren können und die dafür notwendigen Planungs- und Verwaltungsverfahren effizienter und moderner gestalten, auch im Rahmen von Entbürokratisierung und Verwaltungsreform. Der Landesplanungsvertrag ist ein Staatsvertrag, mit dem die Länder Berlin und Brandenburg vereinbart haben, eine auf Dauer angelegte gemeinsame Raumordnung und Landesplanung zu betreiben. Er enthält Regelungen zu Struktur und Verfahren der gemeinsamen Landesplanung, einschließlich des Verhältnisses zur Bauleitplanung. Und besonders hervorzuheben ist jetzt für die aktuelle Vorlage, dass die Beteiligungsverfahren der Landesplanung stärker digitalisiert werden sollen. Das heißt, dass alle bei Aufstellungen und Änderungen von alle Planungsunterlagen von Raumordnungsplänen auf Landes- und Regionalplanungsebene im Internet zu veröffentlichen sind. Die stärkere Digitalisierung soll auch für die Beteiligung in der Raumverträglichkeitsprüfung genutzt werden. Das ist die neue Bezeichnung des Raumordnungsverfahrens. Da soll aber trotzdem noch, da noch nicht alle Menschen über einen Internetzugang verfügen, sollen der Öffentlichkeit natürlich auch noch alternative Möglichkeiten der Einsichtnahme zur Verfügung gestellt werden. Und dazu wird auch aus Gründen der Rechtssicherheit auch weiterhin die Auslegung in Papierform gehören. Es ist aber eben dann vieles auch digital möglich. Das Zweite ist, und das ist wahrscheinlich das, was hier auch noch mehr von Interesse ist, die bisherige Struktur der gemeinsamen Landesplanung bestehen aus einer zweistufigen oder aus zwei Ebenen, nämlich im Landesentwicklungsprogramm und Landesentwicklungsplänen, soll vereinfacht werden. Wir sind die einzigen Bundesländer, die aktuell noch eine zweistufige Landesplanung haben, nämlich das Landesentwicklungsprogramm, das derzeit geltende LEPRO von 2007 und den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion, kurz LEPHR, der 2019 den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg abgelöst hat. Wichtiger für die Praxis in Berlin und Brandenburg ist schon seit langem der Landesentwicklungsplan. Zum LEPRO hat es seit langem keine Änderungen mehr gegeben. Und der Landesentwicklungsplan konkretisiert eben dieses Landesentwicklungsprogramm, das eher aus wenigen allgemeinen Grundsätzen als auch konkreten Einzelvorgaben besteht. So, ein Landesentwicklungsprogramm ist jetzt laut neuem Landesplanungsvertrag nicht mehr Teil der Landesplanung. Der Landesentwicklungsplan aber bleibt weiterhin bestehen. Er ist weiterhin eine Rechtsverordnung beider Bundesländer mit gleichbleibendem Umfang und unveränderter Bedeutung. Lediglich die Bezeichnung ändert sich in Landesraumordnungsplan, um den fachlichen Charakter deutlicher hervorzuheben. Und für künftige Fortschreibung wird damit eine wesentliche Verfahrensbeschleunigung erreicht. Wir werden sicherstellen, dass die Parlamente natürlich immer rechtzeitig informiert werden und einbezogen werden in entsprechende Verfahren der Landesregierung. Da aber eben beim Landesentwicklungsprogramm tatsächlich deutlich geworden ist, dass es dort lange keine entsprechenden Beteiligungen gegeben hat, wird sozusagen diese Zweistufigkeit aufgehoben und wir konzentrieren uns eben auf den Teil des Staatsvertrages, der eben für den Landesraumordnungsplan dann von Bedeutung ist. Und die Ziele werden halt in diesem Staatsvertrag festgelegt und müssen nicht sozusagen jeweils einzeln noch durch einen gesonderten Staatsvertrag festgelegt werden. Die Verpflichtung der Bezirke zur Anfrage nach den Zielen der Raumordnung sind entfallen, weil bisher hatten die Bezirke jeden neu aufzustellen oder zu ändernden Bebauungsplan vor der Einleitung des Ausstellungsverfahrens bei der GL zur Anfrage nach den Zielen der Raumordnung vorzulegen. Für die Kommunen in Brandenburg gilt das Gleiche. Und das ist eben ein erheblicher Aufwand, der nicht für jedes Bauvorhaben erforderlich ist. Insofern gibt es hier jetzt den Wegfall der regelhaften Zielanfrage. Es wird aber selbstverständlich bei komplexeren Planungen dann von der gemeinsamen Landesplanungsabteilung entsprechend begleitet und beraten und auch darauf hingewiesen, wo Konflikte mit dem Landesraumordnungsplan entstehen könnten. Wir wollen weitere Vereinfachungs- und Beschleunigungspotenziale nutzen, Zustimmungserfordernisse anderer Behörden bei Zielabweichungen landesplanerischen Untersagen sollen entfallen. Auf den bisher alle 5 Jahre verpflichtend zu erstellenden Raumordnungsbericht soll verzichtet werden, weil eben regelmäßig deutlich aktuellere und schneller verfügbare Informationsquellen im Internet zur Verfügung gestellt werden. Und die Berichtspflichten der Planungsträger gegenüber der gemeinsamen Landesplanung
sollen auch abgeschafft werden, weil die benötigten Informationen hier auch in der Regel im Internet verfügbar sind. Insofern handelt es sich um ein Maßnahmenpaket, was den Verwaltungsaufwand reduzieren, Verfahren beschleunigen soll und so auch Landes- und Regionalplanung für die künftigen Hinweise ertüchtigen soll. Der Landtag Brandenburg hat bereits am 24. April in zweiter Lesung das Zustimmungsgesetz beschlossen. Das wird dort Mitte Mai in Kraft treten. Insofern ist es wichtig, dass das Land Berlin jetzt auch nachzieht an der Stelle und das, was dort vorgelegt worden ist, dann auch in konkretes Recht umsetzt. Soweit erstmal zum Einstieg. Vielen Dank, Herr Senator. Dann öffne ich jetzt die Aussprache zu dem Gesetzesentwurf und hat Herr Otto als Erster das Wort. Vielen Dank. Ich will mal sagen, hier für Bündnis 90 Die Grünen, erstens ist es sehr sinnvoll, dass wir uns hier im Ausschuss wieder mit der gemeinsamen Landesplanung beschäftigen. Es ist auch sinnvoll, dass dieser Vertrag weiterentwickelt wird, gerade unter dem Stichwort Digitalisierung. Da würden wir ganz gerne vielleicht noch erfahren, was wird denn dadurch wie viel schneller? Was ein Problem ist für uns, weswegen wir dem Ganzen auch hier heute nicht zustimmen können, ist, dass die lang schon hier erhobene und diskutierte Forderung, dass wir den Landesentwicklungsplan hier im Abgeordnetenhaus beschließen wollen, wieder nicht dabei ist. Sie haben jetzt eben gesagt, Herr Senator, Sie würden uns dann informieren, was da so passiert. Im Gesetzentwurf steht ja drin, im Benehmen. Dieser Begriff im Benehmen ist ja scheinbar ein bisschen in Mode gekommen. Der steht auch im Schnellerbauengesetz drin. Irgendjemand macht was im Benehmen mit jemand anders. Ich würde gerne hier heute mal hören, was denn Ihre Begründung, Ihre Definition ist von im Benehmen. Heißt das, man ruft da mal an und erzählt irgendwas oder man macht eine Vorlage zur Kenntnisnahme oder wie wird das aussehen? Was verstehen Sie denn da drunter? Das ist so eine Juristenfrage, 10 Juristen, 78 Meinungen. Da würden wir gerne mal wissen, wie der Senat von Berlin sich das vorstellt. In jedem Fall stellt er sich da wahrscheinlich nicht drunter vor, dass wir darüber hier abstimmen. Und das ist unsere Forderung, das haben wir auch in der Parlamentarischen Konferenz jüngst nochmal diskutiert anhand entsprechender Vorlagen. Ich habe dann noch ein paar Fragen. Sie haben jetzt gesagt, diese regelhafte Anfrage der Bezirke bei der GL entfällt. Das kann man als Vereinfachung ansehen. Ist denn immer von der GL eigentlich alles abgenickt, sage ich mal, etwas salopp worden oder haben Sie auch manchmal widersprochen, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie das eigentlich funktioniert hat. Auch im Falle, steht jetzt im Gesetzentwurf, im Falle Sie irgendwas untersagen wollen, eine Planung, da ist jetzt auch von Benehmen mit den Fachverwaltungen die Rede. Mir ist dieser Begriff, merken Sie vielleicht, noch so ein bisschen schwammig. Das heißt, dass insbesondere interessieren uns da natürlich auch die Umwelt- und Naturschutzbehörden. Was heißt da im Benehmen? Wie würde sich das auswirken? Heißt das auch nur, die werden informiert und dann macht man alles? An sich sind wir früher mal davon ausgegangen, dass Behörden sich auf irgendwas verständigen können, dass es sowas wie ein Einvernehmen geben kann. Die letzte Frage betrifft das Verhältnis der Raumordnungsplanung zum Flächennutzungsplan Berlin. Vielleicht könnten Sie uns das noch mal sagen. Bisher war es so, dass das hier in Berlin die Grundlage war. Aber wie ist das zukünftig gedacht? Dankeschön. Danke, Kollege Otto. Dann hat der Kollege Lade das Wort. Danke, Herr Vorsitzender. Man hört ja nicht so viel von der Landesplanungskonferenz. Vielleicht kann uns der Senator mal sagen, was da in der letzten Zeit entschieden worden ist und wie oft die überhaupt tagt. Vielen Dank. Und dann hat die Kollegin Frau Gernburg das Wort. Ja, vielen Dank. In Anschluss an das, was Herr Otto jetzt schon vorgetragen hat, kann man auch noch mal ergänzen, dass die Argumentation, dass das Landesentwicklungsprogramm jetzt ja so lange nicht befasst wurde und deswegen dass der Landesentwicklungsplan ausreiche, keine hinreichende Argumentation dafür ist, dass man jetzt das eine sozusagen beiseite lässt. Ich wäre ganz dankbar darüber, wenn Sie, Herr Senator, noch mal aufklären könnten, was im Landesentwicklungsprogramm derzeit von Landschaftsschutzfragen deutlich ausgreifender geregelt ist als dann im Landesentwicklungsplan.
weil ich mich erinnere, dass es da eine Differenz gibt und dass zumindest alle naturschutzfachlichen Belange, mit denen ich zu tun hatte in den letzten Jahren, dann doch immer auch auf dieses Landesentwicklungsprogramm zurückgehen. Mich würde dann aber auch noch interessieren in puncto Digitalisierung und Beteiligung, was sich denn jetzt genau durch die Digitalisierung ändert. Hier interessiert uns natürlich besonders, ob es nicht eine Beschneidung der Beteiligungsrechte derjenigen gibt, die nicht online sind. Das sind ja noch ein paar Leute, auch wenn man es nicht glaubt. Und welche Vereinfachung konkret soll es geben? Und was heißt das für die Beteiligung der Menschen an der Landesplanung insgesamt? Denn eines ist klar, und das hat Herr Otto jetzt auch schon dargestellt, es muss eigentlich um mehr Beteiligung an der Landesplanung gehen und nicht um weniger. Und wir sind da wirklich auch in Sorge, dass dieser nächste Schritt jetzt eigentlich der Schritt in die falsche Richtung ist. Deswegen werden wir dem auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Danke, Frau Genburg. Dann habe ich jetzt keine weiteren Wortmeldungen und übergebe an den Herrn Senator. Okay, gerne. So, vielleicht noch kurz vorweg. Also die Landesplanungskonferenz hört sich jetzt bedeutender an, als es ist. Also nein, es ist natürlich sehr bedeutend, weil dort der Senat und die Landesregierung Brandenburg in größeren Teilen zusammensitzen. Das ist aber immer im Vorfeld von einem neuen Beschluss. Also das ist keine Konferenz, die regelmäßig tagt, sondern die kommt immer dann zum Zuge, wenn der Landesentwicklungsplan fortgeschrieben werden soll. Und dann würden wir natürlich im Vorfeld, weil das ja hier auch die Frage war, wenn es dort zu Veränderungen kommt, auch informieren. Und will man sagen, Benehmen ist jetzt keine Erfindung dieses Senats, sondern Benehmen ist eine in der Rechtswissenschaft ganz normale, festgelegte Form der Mitwirkung bei einem Rechtsakt. Also es ist jetzt nichts, was wir neu erfunden haben und was auch nicht in Mode gekommen ist, sondern was in vielen Gesetzen schon vorgesehen ist. Und da muss man eben immer abwägen, wo man ein Einvernehmen braucht und wo man ein Benehmen braucht. Und an dieser Stelle ist das Benehmen, glaube ich, die richtige Form der Beteiligung. Ansonsten würde ich jetzt Herrn Fichtner bitten, zu den einzelnen Fragen noch mal was zu sagen. Gut, dann versuche ich mal auf die einzelnen Punkte einzugehen. Zu der Frage, oder bleiben wir im Benehmen. Die Frage ist auch gestellt worden mit Bezug zu den Untersagungsverfahren, die die gemeinsame Landesplanung durchführen kann oder soll. Das Benehmen begründet sich, oder die Neuformulierung im Benehmen begründet sich mit einer Änderung des Bundesraumordnungsgesetzes im letzten Jahr, wo der Bund vorgegeben hat, dass die bis dahin geltende Kann-Festlegung, die Landesraumordnungsbehörde kann eine Maßnahme untersagen. Entschuldigung, beim Zielabweichungsverfahren bin ich, dass bei den Zielabweichungsmaßnahmen von kann auf soll umgestellt worden ist. Hintergrund war, dass ein EU-Vertragsverletzungsverfahren im Bereich Einzelhandel anhängig war, wo argumentiert worden ist, dass die raumordnerischen Festsetzungen ein Eingriff in die Niederlassungsfreiheit und in das Wettbewerbsrecht sind, weswegen der Bund gesagt hat, da muss der Ermessensspielraum der Landesraumordnungsbehörden konkretisiert werden von der Kann auf Soll. Daraus ist entstanden auf der Landesebene jetzt die Regelung im Benehmen und die ist auch in gleicher Form auf die Untersagungsmaßnahmen umgelegt worden, dass also auch hier Sacherwägungen in solche Entscheidungen der Landesplanungsbehörde einbezogen werden, dass aber nicht aus sozusagen fachfremden Gründen eine raumordnerische Untersagung stattfindet oder unterbleibt. Die Frage nach den Zielanfragen der Bezirke bei der gemeinsamen Landesplanungsabteilung. Momentan ist es so, dass wir pro Jahr etwa um die 600 Bebauungsplananfragen bei der gemeinsamen Landesplanung aus Berlin haben und etwa doppelt so viele aus Brandenburg pro Jahr. Wir haben das in den letzten Jahren mal eruiert. Etwa 15-20% in den letzten Jahren der Planungen haben wir tatsächlich als Zielverstoß bewertet. Das heißt, dort hat die gemeinsame Landesplanungsabteilung den Bezirken oder den Brandenburger Kommunen mitgeteilt, dass diese Planungen mit dem Landesentwicklungsplan nicht im Einklang stehen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass also etwa 80% der Planungen relativ geräuschlos durch die gemeinsame Landesplanung durchlaufen. Und gerade mit Blick darauf haben wir auch dringend empfohlen, auf diese
pauschale Zielanfrage künftig zu verzichten, weil sie einfach für die allermeisten Verfahren einen zusätzlichen und unnötigen Aufwand bedeutet. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Abschaffung dieser gesetzlichen Vorlagepflicht kein Anfrageverbot ist. Das heißt, und das hat der Senator auch gesagt, dort, wo Bezirke sagen, wir haben ja eine komplexe Planung, wir sind uns nicht sicher, ob die mit den Vorgaben der Raumordnung im Einklang steht, kann also selbstverständlich jederzeit die Beratung gesucht werden im Vorwege eines Bebauungsplanverfahrens. Was wird durch Digitalisierung schneller oder anders? Schneller wird sicherlich erstmal nicht alles werden. Das hat vor allem auch mit dem Punkt, den Frau Genburg angesprochen hat, zu tun, dass wir nach wie vor selbstverständlich auch eine Beteiligung mit analogen Medien, sprich Papier, auch vorsehen und auch vorsehen müssen. Die Rechtsprechung ist an dem Punkt sehr eindeutig. Das heißt, es ist also quasi eher eine Ergänzung, die jetzt stattfindet, die dafür Sorge tragen soll, dass die Kanäle, die wo momentan die allermeisten Hinweise in die Planverfahren kommen, dass die auch gestärkt werden sollen. Es bedeutet aber noch einmal nicht, dass die Beteiligungsmöglichkeiten in Papier beschnitten werden dadurch. Dann die letzte Frage, die ich hier mir notiert habe zum Thema Landesentwicklungsprogramm und Aussagen in Richtung Landschaftsschutz. Das Landesentwicklungsprogramm enthält nur Grundsätze der Raumordnung, das heißt, das sind abwägungszugängliche Dinge in der Bauleitplanung, während der Landesentwicklungsplan sehr viel konkreter und auch sehr viel schärfer in seinem Regelungsgehalt ist. Ziele der Raumordnung, die nach § 1 Absatz 4 Baugesetzbuch Beachtenspflichtigkeit bedeuten für die kommunale Planung, finden sich nur im Landesentwicklungsplan. Also nur über den Landesentwicklungsplan können Sie gegenwärtig tatsächlich verbindliche Vorgaben bringen, die nicht abwägungszugänglich sind. Und das ist im Kapitel 6 des LEPHR auch der Fall, wo ja vor allem zum Thema Freiraum und Freiraumentwicklung auch entsprechende Vorgaben enthalten sind. Ein Punkt, den ich eben noch weggelassen habe in Richtung des Abgeordneten Herrn Otto, die Frage nach der Verbindlichkeit des FNP oder nach des Raumordnungsplans für den Berliner Flächennutzungsplan ist noch gestellt worden. Hier ist auf § 1 Absatz 4 BauGB zu verweisen, also auch der Berliner Flächennutzungsplan ist als kommunaler Plan an die höherrangigen Ziele der Raumordnung anzupassen. Das heißt also, ein Zielwiderspruch zum Landesentwicklungsplan darf auch der Berliner Flächennutzungsplan nicht erplanen, wenn Sie so wollen. Dann vielen Dank an den Senat. Weitere Wortmeldungen habe ich nicht. Dann schließe ich hiermit die Aussprache und komme zur Abstimmung über die Vorlage. Wer ist dafür, diese Vorlage in der vorliegenden Form anzunehmen? Das ist die CDU-Fraktion, SPD-Fraktion und AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Fraktion Die Grüne. Damit ist die Vorlage angenommen und es ergeht eine entsprechende Stellungnahme an den federführenden Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien. Dann kommen wir jetzt zu Top 5 der Tagesordnung und zu unserer ersten Anhörung. Lautet Strohhand, Holz und Co. Einsatz nachwachsender Rohstoffe für Neubau und Sanierung ausbauen sowie unter Punkt B regionale ökologische Baustoffe. Bericht aus der Praxis auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bzw. Fraktion Die Linke. Zu diesem Top begrüße ich Frau Erath von der Senatsverwaltung, die uns wiederum für Fragen zur Verfügung stehen wird. Ich begrüße außerdem ganz herzlich als Anzuhörende und dies, in alphabetischer Reihenfolge Frau Jentsch, geschäftsführende Gesellschafterin der Koalition für Holzbau. Dann haben wir Herrn Professor Roswag Klinge, Professor an der Technischen Universität sowie Architekt. Wir haben Herrn Rudorfer von der Nokera AG und digital zugeschaltet ist uns Herr Schöning, Architekt bei die Zusammenarbeitergesellschaft von Architekten MbH. Grüßen Sie alle recht herzlich, dass Sie heute da sind. Da feststellen, dass Sie mit Live-Übertragung und Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines Wortprotokolls wie üblich gewünscht ist. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, den Besprechungsbedarf der jeweils angemeldeten Besprechungspunkte zu begründen. Und ich rufe erstmal auf Tagesordnungspunkt 5a und schaue Richtung Fraktion Die Grüne, ob es Begründungsbedarf gibt. Den gibt es. Herr Kollege Otto, Sie haben das Wort.
Ja, den gibt es. Herzlichen Dank für das Wort, Herr Vorsitzender. Es ist, glaube ich, sehr gut, dass wir heute nach recht langer Zeit in diesem Ausschuss uns wieder über Fragen tatsächlich des nachhaltigen Bauens, der natürlichen Baustoffe und was das alles eigentlich für das Land Berlin, für Wohnungsbau, für Schulbau und insgesamt für die öffentliche Hand bedeutet. Und insofern bin ich auch sehr froh, dass wir hier hochkarätige Anzuhörende haben. Ich will Sie auch begrüßen namens der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Uns geht es heute hier um schneller bauen. Der Senator hat vorhin im Bericht erwähnt, dass es neue Holzschulen gibt. Wir haben alle gelernt an den schon bisher durchgeführten Bauprojekten, dass das immer schneller ging als konventionell. Das ist sehr, sehr gut. Aber es geht auch um regionales Wirtschaften. Welche Baustoffe aus der Region, da gucken wir natürlich zunächst auf Berlin-Brandenburg, können denn verarbeitet werden und müssen nicht von ganz weit weg hierher transportiert werden. Es geht uns aber auch darum, etwas zu lernen heute über einzelne, ich sehe schon Herrn Schöning da vor seinem Strohhaufen, über einzelne Bauprodukte. Da sind wir sehr neugierig, was lässt sich eigentlich mit Stroh machen als Dämmmaterial, als Baustoff insgesamt. Und das Ganze ist natürlich für uns, das sei noch angemerkt, immer eingebettet auch in die Klimaschutzthematik. Jedes Kilo Holz, jede Tonne Stroh, die irgendwo verarbeitet wird, ist ein CO2-Speicher. Das wollen wir gerade in Gebäuden und deswegen haben wir diese Anhörung hier heute beantragt und sind sehr froh, dass die stattfindet. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Otto. Dann hat jetzt zur Begründung des Besprechungsbedarfs zu Punkt 5b die Kollegin Gernburg das Wort für die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von uns als Linksfraktion herzlich willkommen zu der Anhörung. Wir wollen heute darüber reden, wie wir in der Region Baustoffe finden können, damit das Bauen auch tatsächlich erleichtern, also eben nicht Bauvorschriften schleifen und sozusagen massenhaft deregulieren, wie das Schneller Bauen-Gesetz es gerade vorsieht, sondern eher zu schauen, wie können wir eigentlich in regionalen Wirtschaftskreisläufen denken und darüber Bauen erleichtern und auch tatsächlich zukunftsfähig machen. Sie wissen, dass das Bauen mit Beton einer der größten Klimakiller ist. Wir haben es zu tun mit riesigen Klimaemissionen und deswegen muss endlich umgelenkt werden. Deswegen haben wir heute ja auch in der Aktuellen Stunde schon die Frage gestellt, wie der Senat sich zu der Erklärung der DARL stellt. Nun ist es so, dass wir in den letzten Jahren leider nicht besonders weit vorangekommen sind. Wir haben in der Koalition in der letzten Legislaturperiode die Holzbauhütte in Tegel auf den Weg gebracht und müssen jetzt zusehen, wie sie im Prinzip zusammengestrichen wird. Das Ganze findet statt vor dem großen Jubiläum von 100 Jahre Wohnungsbaugesellschaften, die wir dieses Jahr in Reihe in verschiedenen in Berlin begehen. Und wo wir einfach sagen müssen, vor 100 Jahren waren wir da deutlich weiter. Da war klar, dass man kommunale Baukapazitäten braucht, um leistbar, zukunftsfähig und gut zu bauen. Und deswegen wollen wir genau darüber heute eben auch reden. Und die Frage stellt sich, was können wir lernen? Deswegen freuen wir uns sehr auf das Wissen der Anzuhörenden. Vielen Dank, Frau Kollegin Gernburg. Dann hat jetzt der Senat die Möglichkeit zu einer einleitenden Stellungnahme. Wird erstmal nicht wahrgenommen. Dann beginnen wir jetzt mit den Stellungnahmen der Anzuhörenden. Der Einladung konnten Sie entnehmen, dass für die Stellungnahmen jeweils circa 5 Minuten vorgesehen sind. Bitte Sie aufgrund der Zeit auch auf Rücksichtnahme auf Frau Jentsch die Zeit einzuhalten. Ich würde sonst auch nach 5 Minuten Sie bitten, sie zu beenden oder Sie dann am Ende auch um Beendung Ihres Redebeitrags bitten. Danach folgt eine Runde der Mitglieder des Ausschusses mit den Fragen, die gestellt werden können. Auch da haben wir vorhin mit Blick auf die umfangreiche Tagesordnung ja vereinbart, einerseits einen Redebeitrag pro Fraktion, pro Rederunde oder pro Fragerunde und dazu eine Redezeitbegrenzung auf jeweils 3 Minuten. Im Anschluss haben dann die Anzuhörenden noch mal die Chance und Gelegenheit, die Fragen, die gestellt wurden, zu beantworten. Und soweit die Rahmenbedingungen für alle nachvollziehbar waren, würde ich jetzt die Stellungnahmen aufrufen, ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge. Und wir beginnen mit Frau Jentsch. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank und schönen guten Tag in die Runde. Und ich muss als erstes sagen, ich begrüße das sehr, dass der Ausschuss sich jetzt mit diesem Thema nachhaltiges Bauen und eben auch die Baustoffe dazu, auch die Regionalität mit beschäftigt. Ich werde im Prinzip ein Statement geben zum Thema Status quo. Wo stehen wir eigentlich mit dem mehrgeschossigen Holzbau? Darum geht es uns immer in der Koalition für Holzbau. Und ich werde natürlich auch sagen, was es eigentlich braucht, um mehr mit Holz bauen zu können. So, erstens, die gute Nachricht ist, Berlin ist tatsächlich im Bundesschnitt Nummer 1 beim modernen Holzbau, also beim mehrgeschossigen. Berlin liegt mit 1,1 Millionen Quadratmeter in der Pipeline, also auf Platz 1 in ganz Deutschland, macht einen Anteil von 24%. Unter den Top 10 in ganz Deutschland ist sogar die HOVOG, die DGWO und die BUWOG auch in den Top 10, für, was die Pipelines betrifft. Warum machen sie das? Weil natürlich die gute Ökobilanz da ist, ganz klar, aber für die öffentlichen Unternehmen ist es natürlich auch die CSRD und für die privaten auch die Taxonomie. Ich möchte mal ein Beispiel geben, warum, wie man messen kann, dass eigentlich der die CO2-Bilanz so hervorragend ist. Die BUWOG hat ein Wohnungsbauvorhaben in Kaulsdorf mit 166 Wohneinheiten und im Ergebnis der Untersuchung ist rausgekommen, dass sie 64% CO2 einsparen im Verhältnis zum Stahlbetonbau. 64%. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Vorteile und man muss ganz klar sagen, der Holzbau reformiert auch die Baustelle. Also 40% kürzere Bauzeit, wir haben eine schnellere Vermietung dadurch, auch eine kürzere Finanzierungszeit. Der nachwachsende Rohstoff ist nicht nur eine CO2-Senke, sondern er ist auch in die Kreislaufwirtschaft einzuführen. Also kann wiederverwertet werden. Was für den verdichteten Raum hier in Berlin, glaube ich, jeden Baustadtrat auch interessiert, ist, dass wir immer eine leisere Baustelle haben durch die hohe Vorfertigung und weniger Personal eben auch auf der Baustelle ist. Es gibt noch eine gute Nachricht, wie wir finden als Koalition für Holzbau, und zwar, dass der Wettbewerb unter den Holzbauunternehmen zugenommen hat. Gott sei Dank. Ist übrigens auch so ein Beispiel von Kera, weil eben deutlich mehr im seriellen und modularen Bauen jetzt mit Holz anbieten, auch in der Region Brandenburg, sogar in Berlin auch mit Kaufmann Bausysteme. Das macht sich natürlich auch bemerkbar in den guten Baupreisen dann. Die werden definitiv, gehen sie jetzt schon runter, zeigt übrigens auch der GdW-Rahmenvertrag. So, aber natürlich gibt es auch Kritik am Holzbau. Es gibt Vorbehalte und es gibt natürlich Regulatorik, die es nicht einfacher macht. Und was wir brauchen, ist eigentlich mehr Vertrauen in den Holzbau. Tatsächlich wirklich mehr Vertrauen. Die neue LBO und auch das geplante Schneller-Bauen-Gesetz hat sehr gute Ansätze da schon drin, strahlt ja auch in die Bundesrepublik das Schneller-Bauen-Gesetz mit den Ideen, mit den Vorschlägen, die da drin sind. Aber schwierig wird es tatsächlich auf Verwaltungsebene. Wir merken dort starke Vorbehalte. Wir haben dort fehlendes Wissen und natürlich auch Vorbehalte gegen diese vermeintlich neue Baumethode. Also da sind oft Entscheidungen, werden sehr in die Länge gezogen oder eben auch gar nicht entschieden. Besonders relevant ist es natürlich in der Gebäudeklasse 4 und 5, da greift nämlich auch die Musterholzbaurichtlinie. Frau Ehrert kennt das ganze Thema nur zu gut. Beim Holzbau haben Sie halt einfach mehr Auflagen. Sie müssen mehr Gutachten, Sie müssen zwei Genehmigungen stellen. Ich komme da gleich noch drauf. Das heißt, der Holzbau ist einfach schlechter gestellt zum konservativen Bauen. Es gibt einmal diese vorhabenbezogene Bauartgenehmigung, die ist erforderlich meistens beim Holzmodulbau, und es gibt die ABG, die allgemeine Bauartgenehmigung, die dauert hier in Berlin bis zu 3 Jahre. Bis zu 3 Jahre. Das nimmt natürlich das schnelle Bauen mit dem Produkt Holz dem die Zeit. Nur mal im Vergleich, in Bayern und in Baden-Württemberg brauchen diese VBGs und die ABGs mal zwischen 3 Wochen und 3 Monaten, nicht so lange. Ja. Also strukturell ein Thema. Und was eben auch oft kritisiert wird von den Projektentwicklern, ist im Prinzip, dass beim Einreichen dieser Sondergenehmigung keine Transparenz herrscht, welche Zulassungen, welche Nachweise erbracht werden müssen. Für uns ist die Novellierung der Musterholzbaurichtlinie, die ja jetzt auch in Arbeit ist, ein wirklich zentrales Thema, weil die Holzbaurichtlinie, sprich die ganzen Brandschutzthemen, sehr, sehr komplex sind,
sehr starr sind. Und da wird ja jetzt auch gut dran gearbeitet, dass man die reformiert und eigentlich die Probleme, die wir bislang haben, damit auch heilen kann. Für uns ist nur auch klar, die Musterholzbaurichtlinie, die muss so schnell wie möglich kommen. Sie soll jetzt im Prinzip am 24. September in die Bauministerkonferenz und danach sollte sie sehr, sehr schnell in die MVVDB gehen und Berlin würde sie automatisch dann auch einführen. Das wäre wirklich die dringende Bitte, dass das eben schnell geht. So. Im Prinzip kann man ganz kurz zusammenfassen. Jetzt sind die 5 Minuten fast um, ne? Genau. Also, Holz ist der professionellste Baustoff, den wir im Moment haben. Leider hat Lehm und Stroh das noch nicht, was die Zertifizierung und Zulassung betrifft. Sie hat der Holz hat natürlich die beste CO2-Bilanz, ist ein Gamechanger, er reformiert die Baustelle. Aber wir brauchen mehr Vertrauen und natürlich politischen Willen in die Holzbauart. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Jentsch. Dann als nächstes bitte Herr Rosbach-Klinge. Sie haben das Wort. Und so, jetzt sollte ich zu hören sein. Herzlichen Dank. Das sind auch meine Folien. Ich habe versucht, ein sehr komplexes Thema mal querzuschneiden. Die Vorgaben des Umweltbundesamtes hier in dieser Rescue-Studie dargestellt zeigen auf, dass wir neben dem CO2, von dem wir alle hier schon gesprochen haben, insbesondere auf die Ressourcenfrage achten müssen. Wir müssen, das zeigt dieser grüne Ball auf der linken Seite unten, -60% bei den Rohstoffentnahmen machen. Also wir müssen die Rohstoffentnahmen um 60% senken. Das bedeutet, dass wir quasi kein Material mehr haben für den Hochbau aus mineralischen Produkten, wenn wir Klimaziele 2045 erreichen wollen. Die mineralische Industrie hat auch entsprechende Krisen da schon aufgezeigt. Was brauchen wir als zentrale Pfade für die Transformation der Kreislaufbauwirtschaft oder der Bauwirtschaft in eine Kreislaufbauwirtschaft? Wir müssen natürlich den Reduce-Pfad machen, den wir gerade zum Beispiel bei der Reduktion von Büroflächen sehen. Das trifft uns an der TU Berlin. Wir reduzieren gerade quasi in der Architektur 30% der Büroflächen. Das wird im Wesentlichen auf die gesamte Verwaltung ausdehnbar sein, auf andere Flächen auch, auf das Wohnen und anderes. Wir haben also im Wesentlichen genug Bestand. Wir müssen im Reuse diesen erhalten, die Transformation des Bestandes vorantreiben und dürfen eigentlich gar nicht ins Recycling kommen, wo gerade alle von sprechen. Natürlich dürfen wir nicht entsorgen und Müll produzieren. Wir müssen also Wertschöpfungsketten komplett neu strukturieren. Wir sehen hier mal das Altholzaufkommen in Deutschland. Wir haben also 10 Millionen Tonnen Altholz, was vom Markt rausgeht und das geht zu 90% in die Müllverbrennung. Also Rudo freut sich, weil es natürlich einen billigen Brennstoff hat. Wir verlieren aber die Ressourcen und wir setzen das CO2 wieder frei. Wir müssen also diese Stoffe komplett zurück in den Markt führen. Wir müssen auch die Wertschöpfungskette Holz umdenken. Im Moment, das sind in den Balken zu sehen, oben 30% des Holzeinschlags geht in die thermische Verwertung, also ins Heizen. 50% ins Bauen, 20% in die Papierproduktion. Das muss in eine langjährige Nutzung, über 10 Jahre nach Umweltbundesamt. Wir müssen also alles Holz zum Verbauen nutzen und wir müssen auch andere Stoffe einschleusen. Wir werden Agroforstwirtschaften, das ist ein bisschen die Zukunft, kriegen, wo wir schnell wachsende Hölzer kriegen. Die müssen in den Markt rein. Wir müssen aus der Landwirtschaft die Fasern, Stroh, Holz, Hanf, Jute, weitere Pflanzen, die noch dazukommen werden, in Bauprodukte übersetzen. Da sind wir noch recht am Anfang. Also da brauchen wir Forschung, um quasi Mineralisches zu substituieren. Wenn man mal schnell auf 2 Beispiele schaut, dann ist das hier die Sanierung des Verwaltungsgebäudes des Tierparks. Da ging es um eine energetische Optimierung. Wir haben mit vorgefertigten Modulen quasi ein neues Kleid über das Haus gestülpt und quasi Neubaukennwerte für das Haus erzeugt und haben vor allen Dingen im Inneren darauf geachtet, alles zu erhalten. Wir haben also die ganzen Gipskassettendecken, die wunderschön sind, dort erhalten. Der Tierpark hat gesagt, die alten klapprigen Türen stören uns nicht. Wir brauchen keine neuen Standards in dem Innenleben des Hauses. Auch das Treppenhaus hier mit seinem Waschbeton. Ich will auf die CO2-Folge hinweisen. Wenn wir das Gebäude, wie es oft noch ausgeschrieben wird heute, als Ersatzneubau abgerissen und neu gebaut hätten, hätten wir 1.000 Tonnen CO2 emittiert. Mit dieser Sanierungsmaßnahme mit Holz können wir quasi so viel CO2 der restlichen Baumaßnahme kompensieren, dass wir eine Sanierung klimaneutral in der Gebäudehülle, in der Bauphase, Errichtungsphase erreichen. Ähnliches geht auch für den Neubau im Wohnungsbau, hier ein Projekt der Stadt und Land, was wir als Büro mit BFM zusammen und einem großen Forschungskonsortium und Unterstützung des Innovationsfonds des Landes, der DBU, realisieren werden. Das ist jetzt in der Bauphase.
Wir bauen ein Holz-Lehmhaus mit Naturfaserdämmung und ein Ziegelhaus, vergleichen das, weil die Stadt und Land quasi diesen Innovationspfad im Low-Tech und ressourcengerechten Bauen machen will. Wie wirkt sich das aus? Wir haben mehrere Quartiere analysiert. Das eine ist der Ellener Hof, ein großes Holzquartier in Bremen, ein kleines Quartier im Norden von Berlin und das Schumacher Quartier und haben dann parallel auch die Häuser der Stadt und Land angeschaut. Die ersten vier Strahlen, die Sie von diesem Stern sehen, sind die unterschiedlichen Ausführungsvarianten des Stadt- und Landhauses. Sie sehen in der Mitte den Kreis, da steht die Null dran. Das ist also die Nulllinie, da wären wir klimaneutral. Alles, was nach innen geht, ist quasi eine Senke. Das erste Haus ist das, was Stadt und Land im Moment im Standard baut, also Kalksandstein mit Mineralwolle. Wir haben da pro Quadratmeter 200 Kilogramm CO2-Emissionen. Wenn wir das Ganze in Ziegel bauen, das ist der zweite Strahl, wird das etwas besser. Wenn wir quasi das Gründerzeithaus, das wollte Herr Malter gerne sehen, bauen, dann würden wir ein Ziegelholzhaus bauen. Das ist die 3, da nähern wir uns der 0 an. Mit der 4 gehen wir endlich in die Senke rein, das ist das reine Holzhaus. Ähnlich sieht es aus für die weiteren Häuser, die dann jeweils einen Strahl darstellen. Wir haben außen die konventionelle Variante, in dem mittleren Feld dann die aktuelle Planungsvariante und das Optimale, wo wir alles in Holz bauen. Wir sehen nur dann, wenn wir maximalen Holzeinsatz haben, also alle Teile in Holz und Naturfasern bauen, können wir klimasenken bauen und müssen genau auf diesen Pfad hin. Und leider ist das Schumacher Quartier da noch nicht ganz am Ziel. Das können Sie in der Folie vielleicht nachlesen. Das ist unsere Forschung. Wir gehen in kreislaufgerechte Gebäude. Wir wollen auf dem TU-Gelände einen Pavillon mit GRW-Mitteln errichten. Das ist ein 5-Millionen-Projekt, 1.000 Quadratmeter, 1.200 Quadratmeter. Das soll komplett aus Abfallstoffen gebaut werden. Also wir werden mit Altholz gegen alle Regeln, die es aktuell noch gibt, in einem Reallabor quasi in die Zukunft springen. Wir brauchen ein Netzwerk für das biobasierte Bauen. Das hat das Klimazentrum der TU Berlin entwickelt, zusammen mit dem Bauhaus der Erde und der HNEE. Wir haben mal den Markt recherchiert. Wir haben ganz viele Akteure in der Wertschöpfungskette des Holzbaus. Ja, ich bin sofort zu Ende. Und wir haben auch sehr viele Forschungsinstitute, die da reinspielen müssen. Diese Strukturen in Brandenburg müssen wir stärken. Der Neubau muss runter, der Abriss darf gar nicht mehr passieren. Wir müssen in das Kreislaufgerechte bauen, wir müssen in die Bioökonomie und wir müssen das mit Reallaboren tun. Konkret hieße das, wir brauchen ein Wirtschaftscluster Biobau, wir brauchen das Forschungscluster Biobau und wir brauchen eine Erhöhung der Quoten und eine Verbindlichkeit für den Markt. Und ich glaube, wir brauchen Reallabore, wo wir springen. Also ich könnte mir mal eine Strohkita vorstellen. Herr Pohlmann wird mich jetzt ein bisschen hassen, wenn er jetzt den Holzbau schon so weit treibt, dass er jetzt auch noch mit Stroh bauen soll. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Rosa-Klinge. Dann als nächstes Herr Rudorfer von der Nokira. Bitte schön, nehmen wir das Wort. Ja, vielen Dank. Vielleicht könnten Sie mir die Präsentation kurz einblenden. Da kommt nichts, ne? Okay, dann mache ich es ohne Präsentation. Relativ simpel, Nokera. Wer ist Nokera? Nokera ist ein großer serieller Holzbau. Da kommt gerade die Technik, Moment. Da kommt die Technik, dann war Präsentation. Ja. Da kommt Nokera. Die da unten. Präsentation. Da. Die da. Jo. Ja. Perfekt. Wunderbar, vielen Dank. Nokera, Effizienz für heute, Nachhaltigkeit für morgen. Warum Nokera, warum serielles Bauen? Wir saßen vor 3 Jahren zusammen und haben uns überlegt, wie könnte der Neubau, der ressourcenschonende Neubau ausschauen? Was ist notwendig für die CO2-Neutralität? Was ist insbesondere notwendig für die Schonung der Materialressourcen, für die Schnelligkeit und auch für den in Zukunft mittelfristig zu erwartenden Facharbeitermangel? Und da sind wir im Endeffekt auf das Thema gekommen, dass wir einen seriellen Neubau starten müssen, einen seriellen Holzneubau in einer bewährten Holztafelbauweise, die seit mehreren Jahrzehnten ja bereits angewendet wird. Manche sagen auch schon seit Jahrhunderten, also insofern ein tradiertes Bauvorhaben oder ein tradiertes Bausystem, welches im Endeffekt ressourcenschonend und klimaneutral, insbesondere durch die Verwendung von Holz ist. Wir sind hocheffizient durch eine serielle Vorfertigung. Wir haben einen voll digitalisierten Prozess. Dieser voll digitale Prozess beginnt im Endeffekt im Einkauf, in der Produktion, aber dann auch im Reuse. Das heißt also, wir wissen exakt genau, welche Bauteile wir nach dem Lebensende des Produktes wieder ausbauen können und verwerten können. Wir sind weitestgehend frei von Verbundbaustoffen, was im Endeffekt eine mögliche Wiederverwertung stark erleichtert.
Wir haben insgesamt 4.000 Mitarbeiter. Wir haben einen Eigenfertigungsanteil durch vertikale Integration von 83%. Dadurch können wir auch schnell auf Änderungen in der Bauindustrie bzw. in der Materialwirtschaft reagieren. Und wir haben 4 hochmoderne Produktionsstandorte in Deutschland, unter anderem in Burg steht unsere große Green Factory, mit der wir bei Volllastbetrieb bis zu 20.000 Wohnungen im Jahr fertigen können. Die Bauzeit wurde ja bereits angesprochen von meinen Vorrednerinnen. Die übliche Bauzeit für ein 5-geschossiges Gebäude ab Baugrube bis zum Bezug beträgt 3 Monate. Hier sehen Sie unsere Standorte. Ich möchte da jetzt mal auch ganz kurz durchgehen. Was ist das System? Wir haben uns im Endeffekt dazu entschieden, keine Raummodule durch die Gegend zu fahren, sondern wir haben uns entschieden, das IKEA-Prinzip zu verwenden. Das heißt, wir verwenden ausschließlich Flächenbauteile mit Ausnahme der Badzellen, sodass wir keinerlei Luft durch die Gegend fahren müssen, sondern wir können sehr kompakt laden. Wir fahren mit normalen LKWs, das heißt also auch die LKWs haben im Endeffekt keine Leerfahrten im Rücktransport, sondern können ganz normal im Logistikverkehr eingesetzt werden. Das, denke ich, ist ein erheblicher Vorteil. Und aus diesen Bausteinen, die wir haben, also Badmodule, Raumbausteine, Wohnungsbausteine, Erschließungskerne und Geschossmodul, werden dann einzelne Haustypen entwickelt. Diese Haustypen haben allgemein gültige technische Anforderungen und sind komplett kompatibel mit den landes- und ortsspezifischen Anforderungen. Im äußeren Erscheinungsbild können wir sowohl Holzputz als auch Klinkerriemchen einsetzen. Farbgebung und Balkone ist selbstverständlich auch sehr unterschiedlich. Im Städtebau, vielleicht auch das nochmal, können wir aufgrund der unterschiedlichen Typologien vielfältige städtebauliche Konfigurationen abbilden. Von den Einzelgebäuden über die Zeile, über Blockranschließungen, über Nachverdichtungen, ich denke, das ist relativ wichtig. Bei der Fassadentypologie hier einige Beispiele, die Sie sehen können. Dies ist ein Bauvorhaben in Mannheim, was gerade produziert wird bzw. errichtet wird mit 4-geschossigen Holzbauten. Hier haben wir auch nochmal Mannheim mit 3-geschossigen Holzbauten. Das ist ein großes städtebauliches Entwicklungsgebiet in Böblingen mit 1400 Wohneinheiten, wo wir nächstes Jahr mit dem Bau beginnen werden. Das ist mal eine andere Fassadentypologie, etwas einfacher, sage ich jetzt mal. Der Innenausbau ist landestypisch oder Standard, sage ich jetzt einmal, eher hochwertig mit 2,65 Meter lichter Raumhöhe. Wir sind planungssicher, kostentreu, wir haben kurze Bauzeiten. Alle Wohnungen sind barrierefrei nach DIN 18040 Teil 2. Wir sind in den meisten Bundesländern zu 100% förderfähig, nicht in allen. Das ist bei 16 Bundesländern etwas schwierig und wir sind komplett zertifiziert nach DGMB und QMB. Insgesamt erfüllen unsere Häuser den klimafreundlichen Neubau 40, je nach Energieversorgung mit QNB oder ohne QNB. Das ist unser Werk in Burg bei Magdeburg bzw. Stegelitz, in dem wir diese 20.000 Einheiten mit ca. 300 Mitarbeitern im Jahr fertigen können. Wir haben hochmoderne Fertigungsanlagen und benutzen ausschließlich oder nahezu ausschließlich heimische Hölzer. Je nach Marktlage müssen wir bis zu 20% zukaufen. Die Hölzer sind aber zu 90% unbehandelt und können problemlos für den Reuse wieder eingesetzt werden. Die Innendämmung erfolgt mit Zellulose und nur im Brandschutzbereich mit Steinwolle. Also Sie sehen, alle diese Teile können perfekt aufeinander abgestimmt auch wieder neu eingesetzt werden. Und hier nochmal eine Baustelle gerade im Aufbau in Mannheim, wo Sie vorhin das Bild gesehen haben. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe es schnell genug gemacht. Für ein sehr komplexes Thema sind 5 Minuten dann doch ein bisschen wenig. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr komplex und sehr anschaulich. Vielen Dank, Herr Rudorfer. Dann gebe ich jetzt das Wort an Herrn Schöning, bitte. Ja, vielen Dank. Ich komme mit einem Bild aus. Vielen Dank für die Gelegenheit, einen Bericht aus der Praxis geben zu können. Dazu noch aus einem Projekt, das 2016 vom Land Berlin im Rahmen eines Sonderprogramms gefördert wurde. Das Programm hieß Experimenteller Geschosswohnungsbau in Berlin. Das Circular House in Neukölln ist eines von 9 aus dem SIVA geförderten Projekten, die nach meiner Kenntnis und anders als geplant leider nie systematisch evaluiert wurden. Deshalb jetzt in 5 Minuten ein ganz kleiner Ausschnitt zu dem Thema.
Es handelt sich um Erhalt, Umbau und Aufstockung einer gründerzeitlichen Industriearchitektur für gemischte Zwecke, also Gewerbe und Wohnen auf insgesamt 5000 Quadratmetern Nutzfläche. Der Aufstockung wurden in der Medienberichterstattung verschiedene Titel gegeben, darunter ein Haus aus Holz, Stroh und Lehm oder ein Haus aus Müll, letzteres wegen des hohen Anteils an wiederverwendeten Bauteilen. Übrigens auch das erste Haus in Deutschland mit strohgedämmter Außenwand in der Gebäudeklasse 5. Worum geht es eigentlich? Dazu haben wir schon viel gehört und im Ausschuss geht es ja ausweislich des Titels der Anhörung um regionale ökologische Baustoffe. Das war auch beim Circular House ein großes Thema, aber gerahmt von der mittlerweile fast von allen als notwendig erkannten Bauwende, als wichtiger Teil der Klimavorsorgepolitik vom Pariser Abkommen bis hin zu lokalen Strategien für Klimaneutralität. Das Circular House hatte genau das zum experimentellen Inhalt der Förderung gemacht und so haben wir ein Projekt der Gebäudeklasse E geplant und realisiert, bevor diese Bezeichnung allgemein in Gebrauch kam und entsprechende erste normative Möglichkeiten geschaffen wurden. Mein Lerneffekt war, um es in einen Satz zu packen, vermeide Abfall. Denn auch CO2 ist nichts anderes als bislang zu wenig als solcher erkannter Abfall auf allen Stationen des Herstellungsprozesses von Gebäuden. Umdenken tut Not. Ich möchte hier die Schweizer Kollegin Barbara Buser zitieren, die eine bedeutende Vorreiterrolle spielt bei der Planung von möglichst klimaneutralen Bauwerken. Nicht zufällig aus der Schweiz, weil dort alle Beteiligten nach meiner Wahrnehmung erheblich weiter sind. Sie sagt, es reicht nicht, heute so zu bauen, dass die Gebäude später wiederverwendet werden können. Es reicht nicht, nur noch sortenreine Materialien so zu nutzen, dass sie zerstörungsfrei voneinander wieder getrennt werden können. Es reicht nicht, verbaute Materialien in einem Kataster zu speichern, um sie später als Wertstofflager nutzen zu können. All das sind wertvolle Investitionen in die Zukunft, die aber nichts daran ändern, dass wir jetzt sofort griffige Maßnahmen brauchen. Wir müssen jetzt damit aufhören, bestehende Gebäude durch Neubauten zu ersetzen. Wir müssen uns jetzt um die graue Energie in unseren Bauten kümmern. Wir müssen jetzt damit aufhören, neue Gebäude nur aus neuen Baustoffen zu bauen. Wir müssen jetzt alle Erfindungskraft, alle schöpferische Energie dafür aufwenden, dass die gegenwärtige Verschwendung von Rohstoffen beendet wird und Deponievolumen drastisch sinken. Wir haben seit langer Zeit alle Kraft auf die Reduktion der Betriebsenergie von Gebäuden konzentriert. Wir sind dabei so erfolgreich, dass wir Häuser bauen, die im Betrieb keine zusätzliche Energie benötigen. Nun brauchen wir dieselbe Revolution bei der Erstellung neuer Bauten und zwar in der Hälfte der Zeit. Und das wird nur gelingen, wenn alle an der Bauwirtschaft Beteiligten, von den Bauherrschaften über die Banken bis hin zu den planenden Unternehmen umdenken. Und zwar jetzt. Und an der Stelle möchte ich Sie ergänzen mit der Bitte an den Ausschuss, an die Politik, dass auch Sie Ihren Teil dazu beitragen. Deshalb nochmal zurück zur Praxiserfahrung. Über Holz muss ich jetzt hier gar nicht mehr viel sagen. Da ist, glaube ich, schon alles Wesentliche vorgetragen worden. Ich komme deshalb zum Stroh, das wir in unserem Projekt maximal eingesetzt haben, und zwar nicht nur als Dämmmaterial der thermischen Hülle, sondern auch in Form von Strohbauplatten für sämtliche Innenwände und auch den Trockenestrich. Stroh ist ein extrem gut geeigneter Baustoff, um ganz einfach höchste Ansprüche an Regionalität und positive Klimawirksamkeit zu erfüllen. Es ist als Nebenprodukt jetzt schon regional verfügbar, um ohne in Konkurrenz zu anderen, vor allem natürlich landwirtschaftlichen Nutzungen, die Außendämmung von rund 400.000 Wohneinheiten pro Jahr zu liefern. Die Produktion ist dabei fast ausschließlich der Transport vom Feld zur Baustelle. Die CO2-Bilanz der Herstellung damit ungefähr um den Faktor 20 CO2-ärmer als zum Beispiel Holzfaserdämmung. Und selten ist der viel zitierte und manchmal auch missbräuchliche oder missbrauchte Spruch weniger ist mehr in unserer Zeit passender angewandt als auf die Verwendung von Stroh beim Bauen. Weniger Abfall und dabei sogar eine kraftvolle CO2-Senke, weniger Transport und Aufwand bei der Herstellung, mehr regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Stroh im Bauwesen steckt aber immer noch in einer Nische und zwar in einer sehr kleinen, überschaubaren Nische. Es gibt andererseits viele engagierte Leute, die wissen, wie es da rauskommen könnte, insbesondere durch Information, Vernetzung, Forschung und Weiterbildung. Und wenn jemand von Ihnen dabei helfen möchte, Stroh aus der Nische zu führen, dann können Sie mich gerne ansprechen. So, ich hoffe auch, dass das in 5 Minuten
geklappt hat. Das war's. Vielen Dank, Herr Schöning. Hat geklappt. Dann sind wir jetzt mit Stellungnahmen durch und ich eröffne die Aussprache. Dazu liegen mir jetzt zwei Wortmeldungen vor. Einmal Kollege Latsch und danach Herr Dr. Kollatz. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich will mich beeilen. Meine Frage zunächst an Frau Jentsch. Wie weit sind wir denn jetzt mit dem Holzbau in Berlin? Meint, wie viel Holz ist denn drin in dem Bau? Wir waren in Barcelona mit dem Ausschuss in der letzten Legislaturperiode. Da wurde uns ein Holzhaus angekündigt und ich war schon ganz gespannt, wie denn das gebaut wird. In der Statik war es aber letztendlich eigentlich ein Betonbau, ein Stahlbetonbau, der mit Holz ausgefacht war. Nicht mal das Treppenhaus, was ja schon vor 100 Jahren in Holz gebaut worden ist, war da bei diesem Bau aus Holz. Insofern habe ich nicht so richtig verstanden, was jetzt der Sinn der Sache war, weil gibt es Leichtbauwände oder Holz, das macht ja dann keinen großen Unterschied mehr. Dann Vorfertigung ist natürlich überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal von Holzbau. Das ist ja eine alte Sache. Fertighäuser gibt es seit ewigen Zeiten. Jetzt machen wir das in Geschossbauweisen und wenn wir das nur in Geschossbauweisen wieder als Ausfachung verwenden und das Skelett des Gebäudes aus Stahl ist, auch das hat man vor über 100 Jahren schon gemacht, nämlich aus Holz in Form von Fachwerkbau. Insofern auch die Verwendung von Stroh und Lehm ist keine neue Sache. Ich habe gerade ein Bauernhaus renoviert, da ist jede Menge Stroh und Lehm in den Zwischendecken und so weiter verarbeitet. Also alles, ich kann nicht erkennen, was die große Innovation ist. Also weder das Vorfertigen noch die Materialien, Holz, Stroh und Lehm, sind in irgendeiner Weise neu. Also wo liegt da jetzt der Vorteil von der ganzen Geschichte? Ich hätte es ja wirklich spannend gefunden, wenn wir geschossbauweise in mehreren, ich muss Ihnen gleich dazu sagen, ich bin da gar nicht gegen, in Holz und Stroh und Lehm zu bauen, im Gegenteil. Aber wo ist jetzt wirklich die Innovation, dass wir in Geschossbauweise komplett das Gebäude aus solchen Materialien herstellen, statt am Ende ein Stahlbaubeton-Skelett zu haben mit einem Stahlbau-Treppenhaus und das als Holzbau klassifizieren, nur weil wir außen eine Holzverkleidung drumherum gemacht haben? Das ist ja letztendlich eigentlich eine Täuschung. Und ja, das will ich mich mit bescheiden mit diesen Fragen. Danke. Dann Herr Dr. Kollatz, bitte. Dankeschön. Im Unterschied zu meinem Vorredner glaube ich, dass aus den Präsentationen klar geworden ist, dass wenn es gelingt, die Holzanteile zu erhöhen, dass das Beiträge zur Klimawende liefern kann, die dringend benötigt wird. Selbst wenn es in Anführungsstrichen nur 64% CO2-Einsparungen sind, kommen wir bei diesen gemischten Bauweisen, auf die ja da Bezug genommen worden ist, kommen wir natürlich dem Ziel deutlich näher, als wenn es eben gar kein Holzbau gemacht wird. Und das ist ja die Ausgangssituation, die wir hatten. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass man zumindest über relativ lange Zeit geglaubt hat, das aus Feuerschutz und anderen Gründen, auch finanziellen Gründen, so machen zu müssen. Und mir geht es jetzt darum, eigentlich, was kann man tun? Und das ist auch nochmal die Frage jetzt an die vorgetragen haben, aber auch an den Senat. Was kann man tun, um sozusagen die relativ führende Position, die Berlin in dieser Situation hat, zu erhalten und auszubauen? Also wenn ich das richtig verstehe, ist ja ein Teil von dem, was Berlin als führende Position aufgebaut hat, durchaus daher gekommen, dass man viel Holzbau gemacht hat im Schulbau und anderen ähnlichen Infrastrukturbauten. Besteht dazu Möglichkeiten, das beizubehalten und auszubauen. Und das Zweite eben ist, es ist von Ihnen angesprochen worden, das Thema auch Zertifizierung. Sie haben da angesprochen, also dass es schwierig ist mit allen Bundesländern. Wir haben es ja in der Bauordnung, in der neuen Landesbauordnung, haben wir durchaus eine Präferenz für dieses Thema Typengenehmigung geschaffen. Das heißt also, die Frage ist auch, was muss an den Typengenehmigungen getan werden, damit das eine Möglichkeit ist? Weil wir haben ja die Regel jetzt in der Bauordnung, dass die Typengenehmigungen, die irgendwo ausgesprochen werden, bundesweit automatisch in Berlin gelten. Damit wäre ein wesentliches Problem gelöst. Und es kann aber durchaus sein, es richtet sich dann sowohl an Sie wie auch an den Senat, was muss an den Typengenehmigungen geschehen, was muss typengenehmigungsfähig vielleicht gemacht werden, um dort noch weiterzukommen. Und die letzte
Und die letzte Frage, Frau Jentsch hatte das angesprochen, das Thema der Musterholzbaurichtlinie. Das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich erstmal eine Bundesaktivität. Sie haben jetzt relativ abstrakt davon gesprochen, dass da Sie bestimmte Hoffnungen damit verknüpfen. Aber auch bei diesen Bundesrichtlinien spielen ja durchaus die Länderstellungnahmen eine gewisse Rolle. Also wo sind da die Punkte, um weiterzukommen? Weil wir haben ja bisher das System, dass durch die neue Landesbauordnung erhebliche Möglichkeiten nochmal geschaffen worden sind, mit Fachgutachten praktisch dort weiterzukommen und eben auch Bausysteme, die in durchaus im Mehrgeschosswohnungsbau sonst in der Vergangenheit Genehmigungsschwierigkeiten gehabt haben, jetzt dadurch möglich zu machen. Also was sind sozusagen die aktuellen Themen aus Ihrer Sicht bei dem Thema der Holzbaurichtlinie und wie ist dazu auch die Einschätzung des Landes? Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Kollert. Dann Frau Gernburg, bitte. Vielen Dank auch von uns als Linksfraktion an die Anzuhörenden. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass sich auch im Vergleich der letzten 8 Jahre einiges getan hat im Holzbau. Also wenn ich mir überlege, wie wir vor 8 Jahren darüber gesprochen haben, kann man sagen, ist das hier schon ein großer Schritt, der vorangegangen ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist passiert und wo hakt es? Die Frage, die ich mir stelle, Frau Jentsch, Sie hatten jetzt nochmal gesagt, das Schneller-Bauen-Gesetz ist gut. Ich habe auf Ihrer Website ja gesehen, dass Sie ja als Partner auch die ganz großen Partner vor allem haben, die auch als Generalübernehmer oft zum Zuge kommen. Also wir reden hier von Züblin und anderen. Jetzt reden Sie ja wahrscheinlich dann für eben genau solche großen Generalübernehmer. Wenn Sie sagen, dass das Schneller-Bauen-Gesetz gut ist, können Sie das nochmal ausführen, wie Sie auch da tatsächlich aus Ihrer eigenen Perspektive heraus eine Differenzierung sehen, zum Beispiel zu kleinen Planungsbüros, die ja mit ganz anderen Kapazitäten in solche Prozesse reingehen und welche, wie sehen Sie da sozusagen auch aus Ihrer Perspektive, dass noch Spielraum gerade für die kleineren an der Stelle gegeben sein muss. Mich interessiert an die Anzuhörenden die Frage natürlich heraus, Herr Klinge, Sie waren ja schon mal hier vor 2 Jahren, haben wir schon mal miteinander das Vergnügen gehabt. Jetzt ist ja das eine ganz gute Zeit, um nochmal zu fragen, was hat sich denn aus Ihrer Sicht seitdem getan oder was hat sich nicht getan? Da können Sie ja vielleicht nochmal uns ein bisschen aufklären. Ja, und an der Stelle natürlich auch nochmal die Frage, wie hat sich eigentlich Tegel entwickelt? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich finde, wir können über diesen Elefanten im Raum nicht schweigen. Tegel ist ja sozusagen das große landeseigene Quartier, welches jetzt das Potenzial böte, hier tatsächlich reinzugehen und mit innovativen Bauformen und Baustoffen tatsächlich mal zu metern und was vorzulegen. Wie ist da der Stand? Was gibt es für Entscheidungen? Der Senat hat mir auf meine Anfrage geantwortet. Eine eigene Bauhütte ist nicht mehr nötig, weil es genug große Holzbaukapazitäten in der Region gibt. Kann man finden, wird wahrscheinlich Frau Jentsch sogar unterstützen, aber ist sozusagen die Frage ja trotzdem, was ist das eigene Interesse des Landes? Und da muss ich sagen, haben wir dann schon wahrscheinlich ein bisschen was zu diskutieren in der Frage, müssen wir nicht kommunal Ressourcen schaffen, um eben diese Kapazitäten herstellen, also Kapazitäten haben, um eben diese Baumöglichkeiten überhaupt so auf den Weg zu bringen. Und da stellt sich die Frage, Herr Gäbler, wie sieht es aus bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften? Wäre es nicht richtig gut, Quoten festzulegen, dass sie tatsächlich auch nachhaltige Baustoffe verbauen? Das wäre doch wirklich jetzt ein Fortschritt, wenn wir darüber reden, dass die sich dazu auch verpflichten. Ich weiß natürlich, dass gerade die HUVOG große Beiträge erfüllt, gerade beim Schulbau. Das haben Sie ja auch jetzt hier in der Anhörung schon gesagt. An Herrn Rudorfer die Frage, Sie haben uns jetzt ja noch mal gezeigt, was Sie so machen mit Ihrem Unternehmen. Da würde mich noch mal interessieren, über welche Preise reden wir? Reden wir auch über sozialen Wohnungsbau oder ist das alles sozusagen freier Markt? Dann würde ich ganz gerne an Herrn Schöning die Frage stellen. Sie haben gesagt, in der Schweiz ist es anders. Können Sie uns noch mal aufklären, was ist in der Schweiz anders und wie muss es anders sein?
Letzter Punkt. Wir müssten gleich zum Ende kommen, Frau Gernbach. Ich komme zum Ende, genau. Letzter Punkt, die Frage der Banken. Das wurde jetzt auch gesagt, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wenn wir darüber reden, wie wir die Bauordnung ändern und wie wir Vorschriften ändern, müssen wir aber auch darüber reden, wie sind denn eigentlich die Finanzierungsmodelle? Können Sie als Anzuhörende uns vielleicht auch nochmal aufklären, welche Probleme es bei den Banken gibt und wie können wir da rauskommen? Was könnten die Landesbanken dafür einen Beitrag leisten? Danke. Vielen Dank. Frau Genburg, dann habe ich jetzt noch den Kollegen Ersin Naas und Herrn Otto auf der Rednerliste. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen auch im Namen meiner Fraktion herzlich danken. Ihre Informationen, die waren auch für Personen, die jetzt selber nicht im Holzbau tätig sind, sehr wichtig und sehr weitbringend. Ich hätte ein, zwei Fragen, nämlich auch meine erste Frage aus der Praxis. Herr Rudorfer, Sie hatten das so am Rande angesprochen, nämlich das Thema des Fachkräftemangels, auch auf diesem Gebiet. Wir wissen ja, dass gerade in der Baubranche wir einen großen Mangel an Facharbeitern haben. Wie bewerten Sie die Situation im Bereich des Holzbaus? Dann die weitere Frage, nämlich die Frage der Ressourcengewinnung. Herr Professor Klinge, Sie hatten das ja angesprochen, wie viel Holz quasi in die Verbrennung geht, ohne dass man das wiederverwenden kann. Aber wenn wir jetzt den Holzbau beschleunigen, müsste ich natürlich auch zusehen, dass ich mehr Ressourcen habe, also Holz bekomme. Müsste man dann nicht noch mehr Bäume fällen oder wie könnte man das vorhandene Material quasi recyceln oder auch die Ressourcen erhöhen? In Richtung Frau Jentsch, es freut mich natürlich, dass Sie im Hinblick auf den Referentenentwurf des Schneller-Bauen-Gesetzes auch die richtigen Schritte sehen. Sie haben gesagt, dass es dann auch schon sehr begrüßenswert ist, was wir da im Rahmen des Schneller-Bauen-Gesetzes vorhaben. Sie haben auch aber auch Kritik geäußert bei der praktischen Umsetzung, nämlich dass es Vorbehalte bei der Verwaltung gibt und dass die Bürokratie da hohe Hürden setzt. Aber gerade in Bezug auf die Vorbehalte, was müsste man dann aus Ihrer Sicht noch tun? Was kann die Politik tun? Letzte Frage an Herrn Schöning. Danke, dass Sie auch uns zugeschaltet sind und uns aufgeklärt haben. Sie haben gesagt, Stroh ist ein guter Baustoff und sei auch verfügbar vom Feld quasi direkt zur Baustelle. Aber wenn ich jetzt gerade in der Hauptstadt und Umland Brandenburg, wie sehen Sie da die Ressourcengewinnung? Also wenn ich auch dort mehr Stroh einsetzen sollte, komme ich dann auch nicht irgendwann an meine Grenzen und müsste wieder über Alternativen nachdenken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Dann der Kollege Otto, bitte. Ja, danke schön für die doch sehr inspirierenden Eingangsstatements. Und ich habe ein paar Fragen, vielleicht fange ich mal mit dem Senat an. Mich würde schon interessieren, ob Sie auch was gelernt haben, Herr Senator, und vielleicht Schlussfolgerungen daraus ziehen für die Bautätigkeit der öffentlichen Hand im Land Berlin. Ich glaube, wir haben hier eine ganze Menge Anregungen bekommen. Das Erste, vielleicht sehr wichtig, also hier war die von Professor Roswar Klinge die Anmerkung, nicht mehr abreißen, sondern eher umbauen. Dieses Beispiel von dem Verwaltungsgebäude am Tierpark ist ja sehr interessant. Da fällt mir natürlich ein, das große Gebäude an der Urania, wo wir drüber diskutieren. Ist das nicht auch was, wo wir lieber umbauten sollten? Und wenn da was gemacht werden soll, vielleicht kann man da auch nachwachsende Baustoffe einsetzen, aber nicht das Ding einfach weghauen. Die zweite Frage an den Senat ist, wir haben ja schon hier gelegentlich drüber diskutiert, über ein Holzbaucluster Berlin-Brandenburg, also Wissenschaft, Wirtschaft, öffentliche Hand, ist das in Planung noch weiterhin? Das dritte ist die Frage nach den Vorschriften. Hier kam vor, was mache ich mit Stroh, was mache ich auch mit vielleicht schon gebrauchten Materialien? Das ist ja immer eine Frage auch bei der Bauordnung, bei allen möglichen Verordnungen, bei DIN und so weiter. Was tut der Senat, um da
zu ermöglichen, dass solche Projekte nicht mehr experimentell sind, sondern auch regelhaft, wie das, was Herr Schöning hier vorgestellt hat. Die letzte Frage an den Senat. Frau Jentsch, glaube ich, hat gesagt, der Wettbewerb läuft an, gerade im Bereich Holzbau. Es gibt also eine ganze Reihe von Unternehmen. Wir wissen, was es für Ansiedlungen auch hier im Land Brandenburg gibt. Beobachten Sie das auch? Hat das Einfluss darauf, dass es mehr Angebote gibt bei Ausschreibungen? Hat das möglicherweise auch Einfluss auf die Preisgestaltung, wenn man Verträge abschließt? Das würde mich bei Ihnen interessieren. Von Frau Jentsch würde ich gerne ergänzend noch erfahren. Sie haben ja hervorgehoben, dass Berlin Vorreiter ist. Das schmeichelt uns natürlich. Trotzdem, wenn ich so durch die Stadt fahre, also nicht jedes Haus, was hier gebaut wird, ist ein Holzhaus, sondern es ist bei der Gesamtbaumasse in Berlin wahrscheinlich immer noch ein sehr kleiner, möglicherweise einstelliger Prozentbereich, wo wir uns bewegen. Vielleicht könnten Sie das noch mal ausführen. Ich finde das immer gut, wenn Sie uns loben, aber das kann auch dazu führen, dass sich dann Leute darauf ausruhen. Das wollen wir nicht. Von Herrn Rudorfer würde ich gerne erfahren, Sie haben das hier sehr beeindruckend vorgestellt, Ihre Fabrik, was Sie da leisten können. Da gibt es immer zwei Gegenfragen, die ich Sie bitte noch mal zu beantworten. Erstens, serielles Bauen, sieht das nicht alles gleich aus? Ist das nicht alles langweilig? Macht das nicht alle Architekten arbeitslos? Ist das schlimm? Vielleicht zu diesem Punkt. Und der zweite, welche Beispielprojekte können Sie uns nennen in Berlin und Brandenburg, wo wir vielleicht etwas von Nukera schon mal anschauen können. Von Herrn Oswald Klinge würde ich gerne erfahren, Sie haben das ja so ein bisschen globaler dargestellt. Wir lesen immer, dass andere Rohstoffe bald alle sind, Sand und Kies oder wie ist das eigentlich mit Stahl? Wie ist das mit den Ressourcen? Also Stroh, kann man sich vorstellen, wächst jedes Jahr neu, mindestens die gleiche Menge. Aber andere Sachen sind alle. Wenn Sie uns da vielleicht noch was zu sagen könnten und eventuell auch noch eine Frage zu den Baukosten. Wie entwickelt sich das bei den biobasierten Baustoffen? Jetzt ist die Zeit gleich um. Ich wollte aber Herrn Schöning trotzdem noch fragen, wie ist das aus Ihrer Sicht? Welche Vorschriften müssten geändert werden, um solche Projekte zu ermöglichen, wie Sie realisiert haben? Danke. Vielen Dank, Herr Otto. Ich würde jetzt vorschlagen, da Frau Jentsch angekündigt hat, dass sie eigentlich um 11.15 Uhr weg muss, dass wir jetzt zunächst mal die Anzuhörenden noch mal das Wort geben und danach dem Senat die Möglichkeit geben zur Stellungnahme und wir auch in der gleichen Reihenfolge beginnen wie vorhin bei den Eingangsstatements, demzufolge mit Frau Jentsch anfangen. Bitte, Frau Jentsch, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Und jetzt können wir die Zeit auch verlängern. Ich habe das geklärt. Also ich fange mal an mit Ihnen von der AfD. Also an erster Stelle, was Herr Dr. Kollert schon gesagt hat, steht natürlich die CO2-Senke durch den Holzbau. Zweitens, wir haben zu 95% in Deutschland, damit auch in Berlin, Hybridbauten. Das heißt, dass eben die Kellerdecke schon aus Beton angefertigt wird. Ja, Sie haben recht, den Modulbau gibt es schon lang. Ja, das sieht man ja bei Jan-Hendrik Goldbeck auch, dass er im Modul baut. Aber jetzt geht es ja darum, eben den Baustoff Holz einzusetzen, eben weil er nachhaltiger ist, weil er kreislauffähig ist, dass man sozusagen eben klimagerecht baut. Deutschland hat sich vorgenommen, 2045 klimaneutralen Gebäudebestand zu haben. Und deswegen ist es schon dringend, dass wir damit dann auch arbeiten. Also das ist das Besondere am Holzbau. Ja. Es ist nicht neu, der Modulbau, aber mit dem Holz eben in der Masse schon. So, dann Herr Dr. Kollert, Sie hatten ja auch eine Frage wegen der Typengenehmigung und wie man die Situation in Berlin bewahren kann. Was ich vorher nicht gesagt habe, ist, es gibt nur 4 Bundesländer, die den Holzbau explizit fördern. Berlin gehört noch nicht dazu. Und um CO2-neutraler zu bauen, also das Anreizprogramm auf CO2-neutraler zu bauen, sollte es eine Förderung dafür geben. So. Und natürlich eben auch dieses Thema Transparenz und Aufklärung in den Verwaltungen. Wenn die Verwaltungen auch so einen hohen Krankenstand haben, dann braucht es dort halt einfach auch strukturell andere Veränderungen. Sprich eben auch Digitalisierung, das spielt schon auch eine wesentliche Rolle. Bei der Typengenehmigung, da ist es
Das hatten wir auch in der Stellungnahme zum Schneller-Bauen-Gesetz mit eingereicht, die übrigens jetzt auch hier übermittelt worden ist, genauso wie die Studie, die wird Ihnen zur Verfügung gestellt und unsere Stellungnahme heute hier auch nochmal. Die Typengenehmigung ist eine Riesenchance eben auch für den Holzbau und zwar bundesweit. Aber dafür braucht es etwas, was in der Musterbauordnung eben auch abgeändert werden muss. Es fängt an bei der Flächenbegrenzung, Wohnflächenbegrenzung und da gibt es noch ein paar Punkte mehr, das steht alles in der Stellungnahme auch drin. Ich glaube, ich habe ja gar nicht so viel Zeit, ne, zu reden. So, die Musterholzbaurichtlinie, ist eine Bundesrichtlinie, aber die Besonderheit hier in den neuen Bundesländern und auch damit in Berlin, dass wenn die MVVTB geschrieben ist, dann führen die Prüfingenieure das automatisch auch ein. Also jetzt, was man schon kennt aus dem Entwurf, das lesen sich die Prüfingenieure durch und gehen relativ schnell in die Umsetzung damit. Aber wichtig ist, dass die MVVTB geschrieben wird, rausgegeben wird und dann würde sie automatisch in Berlin auch umgesetzt werden. Was sind da für Themen drin, die immer noch den Holzbau teurer machen, weniger nachhaltig machen? Das sind zum Beispiel die ganze Verkapselung. Wir reden immer ab der Gebäudeklasse 5 hier, wo es eben sehr aufwendig wird, wo sie stärker verkapseln müssen aus Brandschutzgründen. Und das ist eigentlich so gar nicht notwendig. Ich will jetzt nicht den Brandschutz kleinreden, auf gar keinen Fall, aber es ist zu komplex halt einfach. Und es nur einfach mit der Verkapselung, also mit der Dämmung, ist ein Punkt. Da gibt es noch diverse andere Punkte, aber dazu hatten wir ja auch eine Stellungnahme geschrieben. Ist es okay, Herr Dr. Kollatz, die kurzen Antworten? Okay, gut, sehr schön. So, dann haben wir die von Ihnen, Frau Genburg, noch die Fragen. Schneller Bauengesetz, was finden wir daran gut, dass man eben genau das eben auch mit berücksichtigt, dass wir an die MBO ran müssen, dass wir eben bei der Flächenbegrenzung etc. dort eben bundesweit verhandeln müssen. Im Moment, die sind halt in allen Bundesländern unterschiedlich, die Wohnflächenbegrenzung oder auch die Barrierefreiheit, das ist eine Ländersache. So, und bei einer Typengenehmigung, wenn die ja auch bundesländerübergreifend gelten soll, ja, also so wie sie NRW jetzt ja auch erneuert hat, dann brauchen wir da auch eine Vereinheitlichung bei diesen zwei Punkten alleine. Und ansonsten ist natürlich beim Schnellerbauengesetz gut, dass der ganze Genehmigungsprozess verschlankt werden soll. Das ist gut. Das begrüßt die Immobilienwirtschaft natürlich sehr. Kleinere Planungsbüros, ja, gebe ich Ihnen völlig recht. Wir haben das Thema Fortbildung, Wissen, gerade Architekten, da gibt es nur wenige, ich würde mal fast behaupten, nur 10%, die sich eben mit dem nachhaltigen, nicht mit dem nachhaltigen Bauen, sondern mit dem Holzbau speziell oder wie Herr Schöning eben auch mit Lehm und Stroh beschäftigen. Ja. Da sind die Architektenkammer, das wissen Sie auch alles, die Architektenkammer BDA, die Ingenieurkammer auch, weil wir auch mit dem Tragwerk immer Themen haben, da müssen die ran und eben einfach weiterbilden. Wir merken aber auch, dass es relativ wenig Experten gibt, die diese Weiterbildung durchführen können, erstaunlicherweise. Ja. So, also das ist wirklich wichtig, gerade für die kleinen Planungsbüros, dass die es anwenden. Jetzt kommt auch noch hinzu, der Holzbau ist sehr, sehr oft im BIM, findet in BIM statt. So, und die kleineren Architekturbüros arbeiten damit nicht. Also das ist so ein Kreislauf, ja, wo wir leider ein paar Probleme haben. Kapazitäten, es ist ja eigentlich, glaube ich, diese 5B-Thematik, ne? Welche Kapazitäten und welche regionalen Baustoffe wir haben. Frage der Linken ja auch, Frau Genburg. Das hatten Sie ja in Ihrem nächsten Tagesordnungspunkt, das Thema Regionalität, wo für mich auch ein bisschen die Kapazitäten mit reinkommen. Weil wir haben alleine in Brandenburg ziemlich viele Werke, die jetzt geöffnet haben. Unter anderem, Sie sind in Sachsen-Anhalt, aber eben wir haben im Radius von 150 Kilometer haben wir mittlerweile eine ganze Menge verfügbare Kapazitäten, was den Modulbau, die Vorfertigung betrifft oder auch die Tafelbauweise. So, alles im Schnelldurchlauf. Die CDU, Herr Kraft, ich habe ganz kurz schon gesagt, was wir gut finden am Schnellerbauengesetz. Soll ich das noch ein bisschen ausführen? Nein, oder? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Steht auch, wie gesagt, in unserer Stellungnahme drin, wo wir uns nur auf den Holzbau konzentrieren, logischerweise.
Bürokratieabbau. Ich meine, das ist, finde ich, für unsere Branche, fürs Bauen ist das das größte Hemmnis, was wir haben. Also da hilft auch keine Förderung, ja? Wenn die Bürokratie so aufwendig ist. Wir haben alleine vom DIN nur für den Wohnungsbau, da werden immer unterschiedliche Zahlen genannt, für den Wohnungsbau gibt es 350 DIN-Normen. Es hört sich erstmal wenig an, wenn man sonst immer von 20.000 redet, aber es wird ja nicht weniger. So, das heißt, was brauchen wir für den Holzbau oder insgesamt fürs nachhaltige Bauen? Auch da wieder, wir brauchen Mut in den Genehmigungsbehörden, wir brauchen Personalkapazitäten und wir brauchen das Wissen, wie funktioniert denn nachhaltiges Bauen. Also wenn der Bauamtsleiter sagt, mich interessiert nur das Bauordnungsrecht, aber nicht, ob Sie nachhaltig bauen, dann sind die noch nicht so weit, wenn ich es mal liebevoll sagen darf. Ja, und das hört man nicht ganz so selten. So, also Bürokratieabbau heißt, ja, auch gerne den Holzbau gleichzustellen den anderen Bauarten gegenüber, weil wie gesagt, für den Holzbau muss es noch eine ABG, eine VBG etc. geben und die dauern relativ lange. Für den Modulbau braucht es auch eine ABG, aber also Betonmodulbau braucht es auch eine ABG, aber Holz hat kein Vertrauen in den Verwaltungen. Und damit meine ich nicht die Feuerwehr, ja, die kann damit auch umgehen, sondern ich meine tatsächlich, dass die Akzeptanz des Holzbaus. Es gibt im Bund jetzt, im Bundesbauministerium, einen runden Tisch zum modularen, seriellen, systemischen Bauen. Genau aus dem Grund, weil die Akzeptanz nicht da ist. Also Bürokratieabbau geht weiter, geht auch wirklich in die Köpfe rein. So, jetzt noch bei Ihnen, Herr Otto. Sie sagten, ja, in der Tat, Berlin steht zwar an erster Stelle bundesweit, und zwar mit Abstand, mit 24%. Baden-Württemberg und Bayern folgen danach und die haben nie aufgehört, mit Holz zu bauen, muss man auch dazu sagen. Aber pro Kopf sind wir in Berlin tatsächlich bei 0,25 Quadratmeter Holzbau, also pro Kopf. Das heißt, das ist wesentlich weniger im Verhältnis zu anderen Bundesländern. Also wir haben zum Beispiel, da haben wir Städte rausgezogen in der Studie, wir haben in Frankfurt am Main 1,46 und Berlin, wie gesagt, mit 0,29. Deswegen bundesweit steht der gesamte Holzbau, wir reden immer über einen mehrgeschossigen, ja? Die Studie wurde nur zum mehrgeschossigen Holzbau gemacht, da stehen wir bei 2,5% vom gesamten Projektentwicklervolumen. Ja, das täuscht so ein bisschen. Berlin ist weit vorne, Nummer eins, aber da geht noch sehr viel mehr. Und wenn wir mal auf 20% im Holzbau kommen, dann wäre das ein gutes Ziel, um unsere CO2-Senke, um einfach klimaneutraler bauen zu können. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Vielen Dank, Frau Jens. Dann gebe ich jetzt weiter an Herrn Rosberg-Klinge und bitte alle Anzuhörenden jetzt zumindest die Fragen ebenso zügig zu beantworten, wie sie gestellt wurden. Ja, jetzt bin ich zu hören, hoffentlich. Herr Latsch, natürlich sind das alte Produkte und ich finde es toll, dass das jetzt auch wieder so Anklang findet. Wir haben nur leider die Normung nicht und den Marktanteil nicht. Wir müssen also sehr viel Forschung noch oder Reallabore unten pushen für den Markt haben. Also es muss ein Bekenntnis auch der öffentlichen Hand für das Bauen mit den alten, zukünftigen Baustoffen geben und dann wird sich das auch fügen vielleicht. Das als kurze Antwort. Die Frage von Herrn Dr. Kollatz war, wie können wir quasi der Vorreiter bleiben? Das wird einerseits sich in der Quote im Geschossbau darstellen. Das wird ein klares Bekenntnis der öffentlichen Hand sein. Ich kenne jetzt, da kann der Senator vielleicht was zu sagen, der Holzbauanteil im Schulbauprogramm hat sich ja immens erweitert. Das ist, glaube ich, da sind wir sehr vorzeigbar gerade. Wir müssen das, glaube ich, auf die Wohnungsbaugesellschaften übertragen. Also die HOWOG kämpft natürlich oder die anderen auch immer mit den etwas leichten Mehrkosten. Da muss man vielleicht auch ganzheitlichere Betrachtungsmodelle dazu ziehen. Wir müssen, glaube ich, jetzt massiv Holz in dem im Wohnungsbauprogramm mit einsteigen und auch in die Sanierung. Wir müssen in der Sanierung die nachwachsenden Rohstoffe mitdenken. Da sind wir noch ganz am Anfang. Wir müssen ja sowieso nach meiner These eher in die Sanierung als jetzt im Neubau zu sehr zu denken. Wie kriegen wir das weiter gestärkt? Ich glaube, das beantwortet die Frage von Frau Genbock auch so ein bisschen mit, was passiert in Tegel? Ich glaube, Tegel
ist so ein bisschen in der Gefahr, in der Ebene, in den Tiefen der Ebene so ein bisschen zerrieben zu werden, die Holzbauquoten zu senken und auch die oder den Holzbauanteil, den Innovationskraft, das Innovationspotenzial rauszunehmen und auch andere Anteile, die da sehr innovativ gesteckt wurden als Ziele, dass die so nach und nach abschmelzen. Da muss man sehr aufpassen. Wir haben ja verschiedene Gespräche auch auf Initiative von Herrn Otto zum Brandschutz geführt. Der Brandschutz, die Feuerwehr ist leider sehr konservativ geworden in Berlin. Wir sind nicht mehr die Vorreiter bundesweit. Das hat uns den Geschossbau sehr stark gefördert. Da können wir, glaube ich, was tun. Ich würde mir wünschen, dass man in Tegel mal mit der Feuerwehr zusammen ein innovatives Grundmodul entwickelt, wo wir quasi eine Standardzulassung zum Brandschutz haben, dass nicht jeder selber verhandelt und wir die besten Experten zusammenbringen, um ein sehr robustes, einfaches Bauen mit dem Holzbau mal vordenken, dass man das als Baukasten quasi zur Verfügung hat und da die Innovationslatte hochlegt und dann in die Bieterverfahren einspielt. Ich glaube, dann können wir die Innovationskraft dort halten. Wir hatten das seinerzeit mit der Umweltverwaltung mal mit Herrn Schwilling noch angedacht. Die Frage, können wir Lehm als Brandschutzmaterial einsetzen, um den Gips ein bisschen auszuschleusen? Das sind so Themen, die sollten wir wirklich mal im geschlossenen Kreis vordiskutieren und mit Tegel zusammen entwickeln. Das könnte den Schub dann mit bewirken. Die Musterholzbaurichtlinie spielt uns da jetzt im Moment nicht unbedingt Vorteile zu. Die bringt auf der Standardisierung Vorteile, aber bringt uns bei der Spielbarkeit der Innovationen jetzt eher Einschränkungen, weil man sich immer darauf bezieht, dass in der Musterholzbaurichtlinie grundsätzlich anderes geregelt ist. Es wird zwar immer darauf verwiesen, dass wir Abweichungen machen können. Wir kriegen die Abweichungen aber heute leider nicht mehr durchgesetzt, weil alle nur noch auf die Musterrichtlinie verweisen. Dann vielleicht die wichtige Frage von Herrn Otto, die kam aber auch aus der CDU-Fraktion. Wie ist es mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen? Wir haben im Moment eine bundesweite Entnahme von 500 Millionen Tonnen Mineral, was quasi in den Bausektor geht, zu 92%. Also 92% der Rohstoffentnahmen, die wir tun in Deutschland, gehen in den Bausektor. Das ist das Mineral. Die Hälfte davon in die Infrastruktur, also in Straßenbau, Brückenbau, die Hälfte davon in den Hochbau. Wenn wir ausschleusen wollen, wenn wir das Mineral reduzieren wollen, können wir es uns gar nicht mehr leisten, mineralisch Hochbau zu realisieren. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir müssen einfach raus aus diesem Pfad und wir müssen aus der Masse raus, das heißt eigentlich den Neubau zurückdrängen. Das heißt also, wir hatten eine ganz spannende Diskussion mit dem Umweltsenat Anfang der Woche, da ging es um Kreislaufgerechtigkeit. Da hat die Bauindustrie gesagt, ja, aber ihr müsst doch Häuser abreißen, wir sind verpflichtend, also wir können nicht ohne euer Rückbaumineral, weil wir jetzt schon das Mineral nicht mehr kriegen. In Brandenburg baggern wir 60 Meter tief mit Schwimmbaggern nach Sand und Kies. Wir kennen das aus den Medien, Sand und Kies sind in unserer Region, das haben wir uns nie vorstellen können vor 10 Jahren, faktisch nicht mehr existent. Wir werden zunehmend einen viel größeren Fußabdruck haben. Wir werden aus Polen verstärkt Sande nach Berlin fahren müssen, um unser Bauvolumen in der Infrastruktur überhaupt erhalten zu können. Das heißt, das Material zum Hochbau ist nicht mehr da. Wir müssen zwingend in die biobasierten Baustoffe und wir haben die beste Region dafür zur Verfügung. Wir haben also ein sehr waldreiches Land. Wir haben eine auch schon sehr stark ausgebildete Industrie in Brandenburg. Wir müssen also diese Ressourcenregion Berlin-Brandenburg koppeln. Wir müssen das beides gemeinsam denken und wir müssen auf einer gemeinsamen Landesplanung eine Strategie entwickeln, wie wir das stärker quasi in Berlin einbauen können und nicht mehr Massivhölzer, die in Barut produziert werden, quasi nach Kanada exportieren, was im Moment noch der Fall ist. Also wir müssen vom Holz auch ein bisschen weg. Das Holz ist auch begrenzt. Das habe ich ja auch gerade dargestellt. Wir müssen also das Verbrennen verhindern. Wir müssen effizienter mit Holz umgehen. Das Rausschleudern von Holz im Holzmassivbau ist nicht die Zukunft. Und wir müssen neue Stoffe reinbringen, also nachwachsende Rohstoffe, Stroh. Es gibt schon strohgepresste Platten, die können auch tragende Funktionen übernehmen. Wir müssen die Dämmstoffe ausschleusen. Da müssen wir einfach neue Produkte entwickeln. Wir müssen nach Umweltbundesamt die Agrarwende, die neuen Produkte, die wir in der Landwirtschaft erzeugen, die Wände erzeugen, mit dem Bausektor koppeln und da ganz frühzeitig in einem Forschungscluster die Innovationen treiben. Und ich glaube, es wäre gut, wenn da an der einen oder anderen Stelle, und es gibt die Innovationspotenziale in den Bezirken oder wie jetzt in unserem Falle bei der Stadt und Land, die HOVOG forscht mit uns in EU-Forschungsvorhaben zu Gebäudehüllen aus Holz. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr Geld reinlegen, dass die Reallabore etwas mehr Geld kriegen können, dass die Baugesellschaften Innovationen tun dürfen, die sie gerne tun wollen. Das ist, glaube ich, so die Hoffnung.
Vielleicht zu den Kosten. Wir haben für Tegel mal vor 2-3 Jahren, also vor den Schwankungen am Preismarkt, am Baumarkt, mal eine Studie gemacht. Da haben wir gemerkt, dass der Holzbau, der Innovationsanteil im Holzbau vielleicht zu 10% mehr kosten ist. Die Studie wird unterschiedlich interpretiert. Es gehen Zahlen von 30%. Wir sind lange nicht mehr bei 30% Mehrkosten vom Holzbau gegenüber mineralischen Bauen. Wir sind bei 10%. Wenn wir überlegen, die Folgekosten, die Umweltfolgekosten, die wir eigentlich nach Vergabevorschrift Bauen und Umwelt zumindest benennen müssen, dann ist das in Berlin, sollen wir das mit 200 Euro pro Kubikmeter pro Kilotonne CO2 tun. Wenn wir aber die langfristigen Wirkungen nach Umweltbundesamt von 800 Euro Folgewirkungen durch das Bauen mit CO2-intensiven Baustoffen, das mal auf die Preise rechnen, dann sind wir ungefähr bei 10% Mehrkosten, die wir quasi zusätzlich auf die Baustellen drauflegen. Wenn wir das mal ausgleichen, sehen wir, und das wird de facto am Markt in den nächsten Jahren sich auch umsetzen, die Energiekosten steigen. Das heißt, wenn Sie jetzt langfristige Planungen machen, ist das Holzbauen auf alle Fälle die wirtschaftlichere Variante. Und wenn wir dann die Effizienzen, die jetzt am Markt entstehen durch die großen Werke und auch Verbesserungen der Technologie im Geschossbau mit einbringen, dann kann man eigentlich heute verantwortungsvoll nur noch in Holzbau planen, weil wir jetzt in der großen Welle des Austauschs, der Bewegung sind. Ja, das vielleicht so ganz schnell einmal quergeschnitten. Ich glaube, ja, bei den neuen Produkten, ja, Lehmbau ist noch teuer. Das sind kleine Handwerksbetriebe, die da mit der Kelle irgendwie vor sich hinschmieren. Das sind kleine Manufakturen, die das erzeugen. Wenn wir da mal ein großes Werk in der Region hätten, wir haben mal geträumt, dass man in Wolfsburg bei der Baustelle der Woodscraper mal oder in einem großen erschlossenen Quartier mal den Aushub regional, lokal wirklich direkt in Produkte verwandelt und dann den Baustellen quasi zur Verfügung stellt. Das wäre mit ganz geringen Mitteln machbar und dann würde man so die Welle auch für diesen Baustoff einsetzen. Und Ähnliches ist, es wird etwas komplizierter natürlich, Schilfkulturen, Paludi, das, was gerade stark diskutiert wird, Stroh und anderes in den Markt reinzukriegen, da haben wir noch mehr Forschungsbedarf. Aber ich glaube, wir müssen einfach in die Initiative gehen und dann, Herr Dr. Köllers, können wir als Ressourcenregion Berlin-Brandenburg sicherlich auch weiterhin Vorzeigeregion bleiben. Ich hoffe, dass wir das so gemeinsam hinkriegen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Rosa-Klinge. Dann bitte schön, Herr Rudorfer. Ja, vielen Dank. Ich versuche das auch schnell zu machen, Herr Latsch. Holzbau in Barcelona, Sie waren zu einem Holzbau geladen und haben keinen gesehen. Bei uns ist es anders. Wir müssen natürlich alles das, was in der Erde steckt, noch mineralisch bauen. Aus Brandschutzgründen sind wir bei den Gebäudeklasse 5 auch noch gehalten, im Endeffekt die Treppenhausumwehrung mineralisch zu bauen, aber alles andere, alle anderen tragenden Bauteile, alle aussteifenden Bauteile sind ansonsten bei uns in Holz, beziehungsweise in Holztafelbauweise. Also insofern ist, denke ich mal, hier der Holzanteil doch deutlich höher als bei den Holzhybridhäusern, die Sie sonst so bisher kennen. Zu Herrn Kollatz, Typengenehmigung ist ein interessantes Thema, ist auch ein interessantes Thema, was sicherlich auch den Senat betrifft, weil Typengenehmigung heißt, ich genehmige ein Haus und genau dieses Haus, exakt dieses Haus muss ich nochmal bauen und ich muss es zweimal bauen, dreimal bauen, fünfmal bauen. Das ist die Frage, will man das stadtplanerisch so, möchte man das so haben? Ja, man kann das so machen. Da, denke ich mal, braucht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Flexibilität, dass die Typengenehmigungen nicht exakt auf ein Haustyp aufgebaut sind, sondern dass sie im Endeffekt auf einem Bausystem beruhen, welches ich dann flexibel anwenden kann. Wenn wir die Typengenehmigung dahin bekommen, dann sind wir, glaube ich, extrem weit und dann haben wir eigentlich den Schritt gemacht, den wir eigentlich brauchen. Wo waren wir noch? Zu Frau Genburg, Preise, Sie haben es gehört, der aktuelle Holzbau ist momentan noch ungefähr 10% teurer als der mineralische Bau. Natürlich bauen wir im sozialen Wohnungsbau, das sehen Sie daran, dass wir im Endeffekt versucht haben, all unsere Typologien und Grundrisse der in den Förderrichtlinien der Bundesländer zugrunde zu legen, weil wir ja in Gesamtdeutschland unterwegs sind. Das gelingt mal mehr, mal weniger, aber ich sage jetzt mal, üblicherweise schaffen wir, ich glaube, bis auf 4 Länder schaffen wir 100% Quoten und wir sind auch komplett barrierefrei mit allen Wohnungen.
Das ist, denke ich mal, auch noch mal ein Thema. Die 10% Mehrkosten werden aus unserer Sicht aber aufgefangen, zum einen durch die schnellere Bauzeit, Sie haben also deutlich weniger Zwischenfinanzierungskosten, die raschere Bezugsfertigkeit und dann natürlich auch die Kreislauffähigkeit in Zukunft. Das ist eine Investition, die Sie heute tätigen in die Zukunft, aus der Sie dann wieder zwar gebrauchte, aber nahezu neuwertige Baustoffe generieren können, wenn eben es gelingt, die Verbundbaustoffe zu vermeiden. Dann geht es weiter mit dem Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist tatsächlich ein Thema. Die Bundesbauministerin geht ja davon aus, dass wir ungefähr 30% weniger Fachpersonal im Baubereich haben werden. Und wenn wir uns anschauen, was für Themen uns in Zukunft betreffen werden in der Sanierung sowohl unserer Wohnungsbestände als auch der Infrastruktur, die wir Stand heute nicht seriell machen können, beziehungsweise Sanierung vielleicht, aber ich sage mal, gerade auch in der Infrastruktur, werden wir jede Hand brauchen, die uns hilft, diese Bestände zu sanieren und diese Bestände wieder herzurichten. Und insofern glaube ich, dass einfach die Zukunft im seriellen beziehungsweise industriellen Wohnungsbau liegen wird, weil einfach da die Fachkräfte deutlich weniger sind, die erforderlich sind, um die gleiche Anzahl von Wohnungen zu erstellen. So, die schwierigste Frage und immer wieder das Gleiche. Im Endeffekt, serielles Bauen ist langweilig. Nein, serielles Bauen ist nicht langweilig, weil im Endeffekt, wenn Sie durch Ihre Gründerzeitviertel gehen, dann haben Sie dort auch serielles Bauen. Sie haben serielles Bauen. Schauen Sie sich die Grundrisse der Gründerzeithäuser an, die sind nahezu alle identisch. Ja, das Einzige, was Sie haben, sind unterschiedliche Fassaden und exakt das können wir heute auch schon. Wir haben nicht tragende Fassaden, das heißt also, die Fassaden sind vielfältig gestaltbar, sowohl in ihren Öffnungsmaßen wie auch in ihrer Materialität, vom Holzbau über Plattenmaterialien, über Putz, über Klinker ist dort alles möglich. Wir können in den Erdgeschosszonen problemlos höhere Geschosse einbringen, um dort Nutzungen unterzubringen, die gewerblicher Natur sind oder sonstiger Natur sind. Also insofern, ich glaube nicht, dass das Thema serielles Bauen gleich langweilig in Zukunft noch ein Problem darstellen wird. Beispielprojekte, Herr Otto, in Berlin-Brandenburg leider noch keine. Ich kann Ihnen welche zeigen in Singen. Ich kann Ihnen welche zeigen in Mannheim. Ich kann Ihnen unsere Musterhäuser zeigen in Burg, bei Magdeburg. Dort sehen Sie auch ein Haus, was schon einen Umzug hinter sich hat, weil wir hatten das erste Musterhaus in Erfurt erstellt und haben dieses Haus dann dort abgebaut und wieder aufgebaut. Vielleicht auch das eine ganz interessante Sache. Wie können Häuser möglicherweise oder wie können Immobilien mobil werden? Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann gebe ich noch mal das Wort an Herrn Schöning. Ja, ich fange mit der einfachsten Antwort an, obwohl die natürlich auch viel Zeit in Anspruch nehmen könnte. Ich versuche es kurz zu machen. Und zwar auf die Frage von Herrn Otto, was denn geändert werden müsste, um solche Projekte zu bauen. Die Antwort ist natürlich, gar nichts müsste geändert werden, weil wir haben es selbstverständlich verordnungs- und gesetzesgetreu dahingestellt, so wie es steht. Aber das hätte auch anders laufen können. Und das ist auch schon mehrfach angeklungen, wie wichtig das ist, dass das gesamte Team, und hier sage ich ausdrücklich inklusive der Prüfingenieure, gut zusammenarbeitet. Das hatten wir in dem Fall, auch die Bauaufsicht Neukölln in dem Fall muss lobend erwähnt werden. Also das hat einfach alles gut geklappt und deswegen müsste hierfür nichts geändert werden. Im Übrigen, Bürokratieabbau. Einfach bauen ist so eine Art freiwilliger Bürokratieabbau. Ja? Also wenn ich einfach baue, weniger Materialien benutze, mich auf einfache Materialien, monolithische Bauweisen so beschränke, fällt so vieles weg, was ich ansonsten beachten muss, wenn ich kompliziert baue. Das ist nur ein allgemeiner Hinweis. Dann zu der Frage von Frau Genburg, was denn in der Schweiz besser ist. Und ich würde sagen, überwölbend, die sind einfach weiter in diesem Prozess vom Wissen zum Tun. Also in dem Raum bei Ihnen ist wahrscheinlich ganz viel Wissen versammelt und viele Leute tun auch schon das eine oder andere. Und trotzdem ist es doch ganz oft Neuland, das betreten wird. Und da sind die einfach weiter. Drei Beispiele möchte ich sagen. Ich war im Januar auf der Swissbau, also auf der Schweizer Baumesse.
Und die ist zu, ohne zu übertreiben, also ausdrücklich ohne zu übertreiben, zu 75% gepolt auf dieses Thema nachhaltig, ressourcensparsam bauen. Wenn Sie das mit der Bau in München vergleichen, sehen Sie einfach, dass das wahrscheinlich noch 3 Zyklen Bau in München braucht, bis die da angekommen sind. Das Bauteile wiederverwenden ist dort kein exotisches Thema mehr. So hat zum Beispiel gerade eine große Trockenbaufirma, die ursprünglich mal als zivilgesellschaftliche Initiative entstandene Bauteilbörse aus Basel übernommen. Da sind jetzt hunderte von Leuten, die ganz selbstverständlich diese ganze Logistikkette, die nicht unkompliziert ist beim Wiederverwenden von Bauteilen, auf ganz professionelle Art und Weise betreibt, während es zu diesem Thema in Berlin meines Wissens immer noch nur erste engagierte, aber doch sehr zaghafte Initiativen in diese Richtung gibt. Generell kann man sagen, auch da wieder Gebäudetyp E, das Schweizer Baurecht ist einfach anders gestrickt und erlaubt im Grunde das, was hier in Deutschland jetzt langsam auf dem Vormarsch ist. Das heißt, fachkundiger Bauherr und engagierte Planer können sich dort einfach auf andere Dinge, ich will es jetzt ganz schnell machen, auf andere ungewöhnliche, neuartige Dinge vereinbaren. Ganz kurz das Thema Banken wurde angesprochen. Nach meiner Erfahrung gehören die Banken zu denen, die schon wissen, was auf die Bauwirtschaft zukommt. Und die beachten das Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne, finde ich, sowohl ausreichend als auch zukunftsweisend. Also es wäre toll, wenn ein ähnliches Verständnis und auch Bewusstsein für dieses ganze Thema in anderen Branchen, am baubeteiligten Branchen auch schon vorhanden wäre. Es gab die Frage der Grenzen der Verfügbarkeit, ich glaube von Herrn Kraft, kann ich nur sagen, also bis auf Weiteres ist es nicht absehbar, dass diese Herstellungskette vom Feld oder vom Acker auf die Baustelle, dass die an ihre Grenzen stößt, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es nicht in jedem Falle genauso funktioniert. Es gibt auch je nach Erntemaschine tatsächlich den Bedarf, dass auf dem Feld gemähte und speziell verpackte, mehr ist es ja nicht, verpackte, gebündelte Stroh dann gegebenenfalls weiter zu verarbeiten, bevor es dann auf dem Bau als Bauprodukt, zertifiziertes Bauprodukt verwendet werden kann. So zu der Sinnfälligkeit von Reisen nach Barcelona zum Besichtigen von Holzbauten wurde, glaube ich, auch schon geantwortet. Dann eine allgemeine Frage von Herrn Kollatz. Was kann denn gemacht werden? Was kann man tun? Der einfache Satz ging, glaube ich, noch weiter. Aber da ist mir ein Stichwort von Frau Genburg zu eingefallen, die Frage der Bauhütte. Es ist wirklich bewundernswert, was vor 100 Jahren, auch das Thema kam schon, die GEHAG geleistet hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren dort auch tatsächlich die Bauleistungen Teil des Gesamtkonzeptes und heutigen Weltkulturerbes. Oder das hat dazu geführt. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese noch sehr randständigen Themen wie Stroh und Lehm tatsächlich mit einer solchen Institution vorangebracht werden könnten. Ich hatte eben schon Stichworte genannt, worum es da geht. Es geht natürlich auch dort um Normierung, Zertifizierung, aber vor allen Dingen um das Know-how. Herr Roswar-Klinge hatte angedeutet, wie die Strukturen im Augenblick sind bei den Gewerken, die man braucht, um diese Materialien zu verarbeiten. Und das ist in der Tat das größte Hindernis auch bei uns am Circular House gewesen, die ausführenden Betriebe zu finden. Die gibt es nämlich zum Teil überhaupt nicht, um in einer solchen Größenordnung diese Materialien zu verarbeiten. Da ist die Branche einfach komplett anders strukturiert. Und das muss sich ändern. Das kann nicht die Politik machen, die mit einem Federstrich ein Gesetz ändern. Aber ich denke, da gibt es, ich hatte angeboten, ich bin auch gerne dabei, weiter darüber nachzudenken, wie man das fördern kann. Also das würde jetzt die Redezeit erstmal überschreiten. Danke. Vielen Dank, Herr Schöning. Dann gebe ich jetzt das Wort an den Senator und genau, weise aber darauf hin, dass wir schon weit fortgeschritten sind in der Zeit. Und ich würde dann auch, bitte das nicht als Respektlosigkeit zu betrachten, sagen, ich beantworte jetzt so stichpunktartig ein paar Dinge und wir werden ja noch eine Auswertung der Anhörung machen, da können wir das dann gegebenenfalls nochmal vertiefen, um eben jetzt die zweite Anhörung
dann vielleicht noch zu schaffen. Insofern bitte ich um Nachsicht, dass ich jetzt nicht auf alles eingehe. Grundsätzlich haben wir ja bei den landeseigenen Gesellschaften schon das Ziel, dass nach BNB zertifiziert wird bei den Bauten. Das ist ja auch in den Richtlinien der Regierungspolitik festgelegt. Insofern machen, glaube ich, Quoten auch bestimmte Baustoffe jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Sonst geht ja immer darum, dass man nachhaltig baut mit den Möglichkeiten, die man im Moment hat. Berlin ist tatsächlich Vorreiter, glaube ich, bei den Typengenehmigungen, dass wir die jetzt, weil wir die Bauordnung gerade geändert haben, auch schon an das angepasst haben, was Bund und Länder vereinbart haben. Das wird in der weiteren Umsetzung sicherlich dann nochmal untersetzt werden. Und wir gucken auch, ob wir zum schneller Bauengesetz noch Ergänzungen dafür brauchen. Zum Thema Holzbauhütte ist hier, glaube ich, auch schon einiges gesagt worden. Ich kann nur sagen, die landeseigenen Unternehmen haben keinen Bedarf an einer Holzbauhütte angemeldet. Wir hatten die Diskussion, als es losging mit dem Thema Tegel, ob denn genug Holz zur Verfügung steht, ob das verarbeitet werden kann oder nicht. Es ist, glaube ich, jetzt inzwischen dargestellt worden, dass es genug industrielle Anlagen gibt, die das bereitstellen und das durch den Wettbewerb, soweit ich das sehe, die Preise auch in einem Range liegen, mit dem die Gesellschaften arbeiten können und wo sie mit eigenen Mitarbeitenden wahrscheinlich keine entscheidenden Vorteile haben könnten. Die GEHAG ist übrigens ein gewerkschaftliches Unternehmen gewesen bei der Gründung, kein kommunales. Auch das muss man im Blick haben. Technische Regeln schleifen wir ja hier so ein bisschen. Erstens schleifen wir im schneller Bauengesetz keine technischen Regelungen. Wir vereinfachen bestimmte Abläufe und wir führen verbindlichere Fristen und Abläufe ein. Aber es ist ja, glaube ich, schon angeklungen, dass es, um eben bestimmte neue Baustoffe zu ermöglichen, gerade notwendig ist, technische Vorschriften etwas zu überarbeiten, zu verlieren oder teilweise auch davon Abstand zu nehmen, das alles vorzugeben. In Berlin ist es an vielen Stellen so, dass es hier vor allen Dingen durch die Bauaufsichten und durch die Prüfingenieure auch Möglichkeiten gibt, Abweichungen zu genehmigen. Die müssen sich aber bloß die Mühe machen, es zu machen, um eben einschätzen zu können, ist das jetzt technisch so akzeptabel oder nicht. Dass es in den Verwaltungen und auch bei den Prüfingenieuren immer Leute gibt, die sagen, wir sind lieber auf der sicheren Seite und orientieren uns an der Norm. Das ist leider so. Das kann man, glaube ich, auch nur durch mehr Qualifizierung und auch praktische Beispiele überwinden, aber es ist jetzt schon so und wird auch so bleiben, dass letztendlich Prüfingenieure entscheiden können, wie weit Normen angewendet werden müssen oder nicht. Das ist, glaube ich, auch eine gute Regelung, weil alles im Gesetz zu regeln, was man nicht regeln will, ist schon in sich ein gewisser Widerspruch. Die neue Musterholzbaurichtlinie ist in der Schlussphase, soll hoffentlich noch in diesem Jahr in Kraft treten. Das hängt ein bisschen vom Notifizierungsverfahren ab, weil das sozusagen dann noch eingeleitet werden muss und wir nicht ganz genau wissen, wie lange das läuft. Dann ist aber auch sofort eine Anwendung möglich, das hatten Sie richtig gesagt, auch wenn wir es formal dann noch in irgendeiner Form einführen werden. Aber die Prüfingenieure können sich von dem Hintergrund das, was ich gerade gesagt habe, natürlich auch schon daran orientieren. Wir haben tatsächlich bei den neuen Bauprodukten, nenne ich es jetzt mal, auch wenn sie gar nicht so neu sind, das Thema Brandschutz. Sie haben es selber gesagt, die Berliner Feuerwehr ist da sehr vorsichtig, um es freundlich zu sagen. Auch da sind wir in Gesprächen und auch über die Bundesarbeitsgruppen. Es gibt ja auch eine Projektgruppe Nachhaltigkeit, die technischen Regelungen auch noch mal dahingehend überarbeiten will, dass sie eben CO2-Neutralität und Treibhausgasneutralität da als Maßstäbe auch eingeführt werden sollen. Es sind aber auch Themen wie Wärmespeicherung und Schallschutz, die natürlich für die Baustoffe auch von Bedeutung sind und wo es eben unterschiedliche Anwendungsbereiche für Unterschiede gibt. Insofern würde ich immer dafür plädieren, dass man schaut, möglichst viel nachhaltige Baustoffe zu integrieren in das Bauverfahren, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus zu versuchen, auch 100% zu erreichen, wenn es an bestimmten Stellen nicht so zielführend ist. Also möglichst viel ist richtig, aber man muss auch mal gucken, dass es am Ende wahrscheinlich auch eine Kosten- und Aufwandfrage, ob man die letzten 5% jetzt auch noch da mit realisieren muss oder nicht und ob man das eben auch schrittweise dann erreicht, wenn auch noch mehr Forschung zu den einzelnen Bereichen erfolgt ist. Auch das ist etwas, was auch von privater Seite geleistet wird, was die öffentliche Hand ja auch fördert. Und ich glaube, da gibt es auch noch ein hohes Potenzial, um mehr Sicherheit an der Stelle zu haben. Die Projektgruppe Musterholzbaurichtlinie hier der BMK wird übrigens auch im Juni in die Schweiz fahren zur ETH und sich dann nochmal sachkundig machen, um eben genau dieses Best-Practice-Beispiele und nicht alles selbst erfinden müssen, dann auch finden. Wenn das hier mit vorhabenden bezogenen Baugenehmigungen so lange dauert, das klären wir nochmal mit dem DIBT. Und ansonsten würde ich es für heute erstmal dabei belassen.
Vielen Dank, Herr Senator Gebler, für die präzise und kurze Stellungnahme. Dann gibt es keine weiteren Wortmeldungen und die Aussprache wäre dann somit für heute beendet. Die Besprechungen der Punkte 5a und 5b würden dann vertagt werden, bis das Wortprotokoll vorliegt und gemeinsam hier im Ausschuss ausgewertet werden kann. Dazu als Einverständnis. Dann vielen Dank an die Gäste für die Teilnahme, dass sie so lange sich Zeit genommen haben, hier unseren Fragen Rede und Antwort zu stehen. Sofern Sie natürlich dem Rest der Sitzung noch weiter folgen möchten, steht Ihnen das gerne frei oder Ihrem anderen Tagwerk zu frönen, was Sie sicherlich sonst auch im Plan haben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 6. Besprechung nach 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung zum Thema Asbestsanierung im Wohnungsbau am Beispiel der in 2022 durch die Berlin-Novo, Gevobag und Hovogi angekauften Wohnungsbestände, ca. 11.000 Wohnungen, auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke zum Thema asbestfreie Hauptstadt ist das Ziel des Landes Berlin. Hierzu gibt es eine Anhörung. Wie vereinbart seitens des Senatsverwaltung werden Frau Breuker und Frau Erhard teilnehmen und hierfür Fragen auch zur Verfügung stehen. Zum Tagesordnungspunkt 6b liegt bereits eine Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz vor vom 25. April 2024. Darin fiel dieser mehrheitlich mit Stimmen der CDU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Grünen und Die Linke die Ablehnung des Antrages, auch mit einem geänderten Berichtsdatum. Ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich Herrn Ahrleiter von der Berlin-Novo GmbH, dann Herrn Ulrich Schiller von der HOVOG und Herrn Mario Schreiber, der ist digital zugeschaltet vom Sachverständigenbüro Mario Schreiber. Ich darf erstmal feststellen, dass Sie alle mit Live-Übertragungen und Bild- und Tonaufnahmen einverstanden sind. Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung auch hier eines Wortprotokolls gewünscht wird und frage jetzt, ob es Besprechungsbedarf zu Punkt 6a durch die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne gibt und in der Folge eine Begründung zum Antrag unter Punkt 6b durch Bündnis 90 Die Grünen und oder die Fraktion Die Linke. Aber erstmal Punkt 6a und Herr Otto hat sich bereits gemeldet. Bitte schön, Herr Otto. Ich würde in Absprache mit der Fraktion Die Linke gleich zu 6a und b kurz etwas zusammen ausführen wollen. Dankeschön. Nachdem wir uns jetzt mit Nachhaltigkeit und Biobaustoffen beschäftigt haben, kommen wir jetzt zu den Altlasten und müssen uns mit dem Thema Asbest in Wohngebäuden beschäftigen. Wir haben das gelegentlich hier schon gemacht. Das hat auch in verschiedenen Koalitionsverträgen der Vergangenheit eine doch durchaus wichtige Rolle gespielt. Im Aktuellen steht es nicht mehr, kommt auch der Begriff nicht vor. Trotzdem ist das Asbestproblem in Berlin ja nicht weg. Wir haben mal ausgerechnet, zwischen 1952 und 1993 ungefähr 600.000 Wohnungen in West-Berlin gebaut worden, die mutmaßlich alle unter Asbestverdacht stehen. Wenn man mal sich jetzt ausrechnet, wie viele davon saniert wurden und bekannt sind, dann bleibt da noch eine ganze Menge übrig zu tun. Wir haben in der Vergangenheit hier mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, aber auch mit der Verwaltung darüber diskutiert und haben auch gelernt, dass eine ganze Menge an Sanierung schon passiert ist, aber längst natürlich nicht alles. Im Wohnungsbau begegnen uns verschiedene Bauprodukte, das waren Rohrleitungen, das waren Abdeckplatten, das sind Dachplatten. Und was uns immer begegnet, auch im Bürgergespräch, sind diese Fußbodenplatten, Floorflexplatten. Das ist so das auffälligste Bauteil, wenngleich ich nicht sicher bin jetzt, aber das erfahren wir vielleicht von den Anzuhörenden, ob es das Wichtigste oder Gefährlichste oder was auch immer ist. Wir haben jetzt also einerseits das Problem, wollen das besprechen mit den beiden Gesellschaften. Warum sind die hier eingeladen worden? Weil es zwei Gesellschaften sind, die eigene Wohnungsbestände haben und die haben sie in letzter Zeit durch Ankauf erworben. Wir haben in den vergangenen Legislaturen die Senatsverwaltung öfter gebeten, auch mit den Privaten zu sprechen. Wir haben auch gehofft, dass das im Bündnis für Wohnungsbau und gutes Wohnen vorkommt. Das Thema Asbest wird aber nicht so gerne besprochen, auch vom Senat. Und
Jetzt ist es so, dass diese beiden Gesellschaften Wohnungen ankaufen von privaten Beständen und dass wir da gelernt haben, da ist in der Regel eine doch ziemliche Asbestbelastung dabei. Das heißt, man muss einen Sanierungsfahrplan machen und all das wollen wir heute hier besprechen. In unserem Antrag ist gefordert, dass wir als Land Berlin eine Strategie erarbeiten, dass wir die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren, was macht man da, dass wir auch darüber nachdenken, eine Förderung zu installieren, das vielleicht noch als letzten Satz der Vorschlag, eine Förderung zu machen zur Entsorgung von Asbestabfällen, hätte den Vorteil erstens, dass es ordentlich entsorgt wird und nicht in den Wald gekippt, was wir nach wie vor immer in Brandenburg noch oft sehen können. Und B, dass man eigentlich mal erfährt, wie die Dimension des Problems ist. Da würde mich auch die Meinung der Anzuhörenden, insbesondere aus der Wohnungswirtschaft, interessieren. Wäre das für Sie ein attraktives Modell, wenn man sagt, die Entsorgungskosten, also pro Tonne Asbestabfall, übernimmt das Land Berlin und Sie reichen die Rechnung ein, kriegen das Geld wieder. Wir hätten den Vorteil als Land Berlin, dass wir wüssten, wie viel ist entsorgt worden und wo kommt es eigentlich her. Und es wird nicht in den Wald gekippt. Das sind so ein paar Aspekte dabei. Und jetzt höre ich auch mit der Begründung auf. Ich glaube, es ist hinreichend deutlich geworden, was hier zu besprechen ist. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Otto. Dem stimme ich zu. Der Senat verzichtet auf Zeitgründen auf eine einleitende Stellungnahme jedenfalls. Und wir beginnen dann mit den Stellungnahmen der Anzuhörenden. Der Einladung konnten Sie entnehmen, dass für die Stellungnahmen jeweils maximal ca. 5 Minuten vorgesehen sind. Auch hier muss ich mit Blick auf die Uhr sagen, dass die Einhaltung der 5 Minuten jetzt sehr streng auch geachtet wird. Und ich Sie deshalb bitte, auch dann nach den 5 Minuten Ihre Äußerung oder die Ausführung zu beenden. Danach folgt wie gewohnt die Runde aller Mitglieder des Ausschusses. Auch hier gilt für die Runde, dass maximal Redezeit 3 Minuten beträgt und pro Fraktion ein Mitglied zur Rederunde zugelassen ist. Und insgesamt bitte ich aber darum, sich möglichst kurz zu fassen. Und im Anschluss an den Anzuhörenden haben dann natürlich nochmals die Gelegenheit, die Fragen zu beantworten. Deswegen gehe ich jetzt in der alphabetischen Reihenfolge durch und gebe zuerst an Herrn Ahleiter das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, recht herzlichen Dank. Die Berlinobu betreut insgesamt 32.000 Mieteinheiten und von diesen 32.000 Mieteinheiten entfallen genau 4.065 Wohneinheiten auf das von Ihnen hier hinterfragte Ankaufsportfolio. In diesem Ankaufsportfolio sind allerdings nur die Bestände im Falkenhagener Feld seinerzeit tatsächlich mit Asbest belastet worden, also das ist nur dort verbaut worden. Und diese Wohnungen befinden sich seit vielen Jahren bereits in einem Sanierungsprogramm. Das heißt, Stand heute sind bereits 1.175 Wohnungen dort von Asbest befreit und die nächsten 1.300 Wohnungen sollen bis zum Jahr 2028 versus bis 30 dann letztendlich saniert werden und vom Schadstoff auch befreit werden. Das Ganze machen wir im Rahmen bestehender Rahmenverträge. Das heißt, dort werden bei Freiwerden der Wohnung oder wenn es tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, Mieter umzusetzen, die Bodenbelege entfernt. Es handelt sich in der Tat im Wesentlichen immer um diese Floorflexplatten. Darüber hinaus haben wir natürlich aber auch in den Schächten bestimmte Rohrleitungssysteme, die noch mit Asbest belastet sind und im Rahmen der nächsten und anstehenden Sanierung dort mit entsorgt werden sollen und die Anlagen letztendlich dann auch vollumfänglich instand gesetzt werden. Ja, wir haben für die Asbestsanierung dort vor Ort 5 Millionen Euro vorgesehen. Das sind etwas über 4.000 Euro pro Wohneinheit, was die reine Asbestsanierung betrifft. Dazu kommen natürlich allerdings auch Kosten für das Umsetzen, für das malermäßige Wiederherrichten etc. pp. Die reine Asbestvariante und die reine Asbestsanierung ist oft eigentlich nur das untergeordnete Problem. Die Folgekosten sind dann nochmal wesentlich höher. Aber wir haben das in unseren Wirtschaftsplanungen entsprechend verarbeitet und können dafür Sorge tragen, dass diese Wohneinheiten auch in den nächsten Jahren dann einer Sanierung zugeführt werden. Und Sie haben nach den Problemstellungen gefragt, darauf kann ich vielleicht gleich eingehen. Wir kennen alle den Berliner Wohnungsmarkt. Die Vermietungssituationen sind im Positiven oder je nachdem, von welcher Seite man das aus betrachtet, im Negativen sehr angespannt. Wir haben die größten Herausforderungen, heute entsprechende Umsetzwohnungen zu generieren, um letztendlich eine Baufreimachung vor Ort tatsächlich erstmal
zu realisieren und wollen im Rahmen der nächsten Jahre die Neubauchancen, die wir auch in diesem Quartier haben, dazu nutzen, um schneller dann auch im Bestand den Sanierungsvorplan für die Asbestwohnung oder noch den gebundenen Asbest, der dort vorhanden ist, entsorgen zu können. Vielen Dank. Dann Herr Schiller, bitte. Ja, dann würde ich fortführen. Die HUVG hat seinerzeit gut 8.500 Wohnungen gekauft. Die HUVG hat ihr eigenes Portfolio, das ca. 70.000 Einheiten nebst dieses Ankaufs beträgt, in den frühen 2000er Jahren weitestgehend durchmodernisiert, sodass Asbest in unserem Kernbestand eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Wir haben hier dieses Portfolio sehr bewusst angekauft und haben eine entsprechende Due Diligence im Vorfeld durchgeführt. Das heißt, wir haben auch explizit nach Schadstoffen gesucht, um die dann in die Sanierungskosten und den Sanierungsfahrplan mit einzuarbeiten. Es ist vorhin schon gesagt worden, wir haben Asbest im Wesentlichen in drei Bauteilen. Das ist einmal der Oberboden, da ist es sehr offensichtlich. Da wird Asbest jederzeit beseitigt, wenn defekte oder lose Platten vorhanden sind. Dann ist der Wohnungswechsel das entscheidende Kriterium. Herr Leiter hat das vorhin schon angesprochen. Umsetzwohnungen sind sehr knapp, sodass die Bodensanierungen dann stattfinden in den circa drei Monaten, wenn die Wohnung leer steht und dann, bevor sie an den nächsten Mieter übergeben wird. Das ist ein Automatismus, der findet immer statt. Das Thema Strangsanierungen ist schon viel komplexer. Wir haben am Mehringplatz ein Objekt mit etwas mehr als 300 Einheiten. Da stehen aktuell 60 Einheiten für das Sanierungsgeschehen leer. Das heißt, wir setzen die Mieterinnen und Mieter im Gebäude um, um dann Strang für Strang zu sanieren. Und dann ist das dritte Element Fassade-Dach, haben Sie vorhin auch schon angesprochen. Fassade-Dach unterliegt im Wesentlichen eher dem energetischen Sanierungspfad, im zweiten Blick nur auf die Schadstoffsanierung, denn das sind festgebundene Schadstoffe, die maximal an der freien Luft sind und nicht im Gebäude drin. Insofern haben wir diese drei Kampagnen. Das erste wird fortlaufend gemacht. Dafür gibt es kein separates Budget. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass das gemacht wird. Das zweite sind die Strangsanierungen. Die werden bei uns im Rahmen der in der Due Diligence festgestellten Maßnahmen sukzessive gemacht. Man muss immer bedenken, 2022 war der Ankauf. Wir schreiben die Planungen europäisch aus. Das heißt, es vergeht ein halbes Jahr, bis die Planungsmaßnahmen ausgeschrieben sind. Dann gehen wir in die Planung hinein, dann kommt die Umsetzungsphase. Das heißt, wir kommen erst 3, 4, 5 Jahre, nachdem wir solche Ankäufe getätigt haben, signifikant dann auch in die technische Umsetzung. Insofern ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich immer wieder gestellt wird. Wann geht es denn los und in welcher Form? Kapazitäten ist ein wichtiges Thema, hat Alf Leite vorhin auch schon angesprochen. Neben den Umsetzwohnungen brauchen Sie Unterdruckkammersysteme für die einzelnen Wohnungen, wenn Sie an die Stränge hineingehen. Und da brauchen wir auch, das ist auch ganz logisch, ein vernünftiges Marktumfeld, um solche Maßnahmen zu platzieren. Das hat sich deutlich gebessert aktuell. Es ist eingangs gefragt worden, ob es helfen würde, wenn man die Beseitigung von Asbest kostenfrei gestaltet. Sicherlich, Asbestsanierungen sind sehr kostenintensiv und eben auch damit verbunden, dass die Unternehmen temporär auf Mieteinnahmen verzichten müssen. Insofern könnte das ein Anreiz sein. Auf der anderen Seite sicherlich auch sehr positiv, Asbest belastete Portfolien können Sie heute kaum noch sinnvoll veräußern. Sie müssen definitiv Preisabschläge vornehmen. Insofern ist der ein oder andere Eigentümer durchaus auch gezwungen zu sanieren. Und ob es da zwingend dann noch eine Subventionierung der Asbestentsorgung braucht, das muss der Diskussion freigegeben werden. Vielleicht so viel als Eingangsstatement. Vielen Dank, Herr Schiller. Dann als nächster Herr Schreiber, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Senator Gäbler, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Mario Schreiber aus Baden-Württemberg, Sachverständigenbüro. Ich darf heute referieren über diverse Erfahrungen aus der Praxis, die wir tagtäglich machen. Das gehört zu unseren Kernaufgaben.
und ein bisschen für das Thema Asbest sensibilisieren, denn unserer Meinung nach auch im Kollegium ist immer noch sehr viel Bedarf bezüglich Kenntnisstand, Ergebnisgewinnung, Ereignisse, Vorgehensweise, teilweise mit nicht unerheblichen Diskrepanzen auch bei Behörden und hinsichtlich Konsequenzen gegeben. Zunächst mal darf ich sensibilisieren für die Asbestdimension, die wir in Deutschland haben, wodurch ich auf den Kern abstellen möchte, dass Asbest in der Tat kein Exot ist, sondern mittlerweile durch Beprobungen, durch jahrelange Studien allgegenwärtig im substanziellen Gebäudealtbestand. Asbest wurde beispielsweise zwischen 1930 bis 1985 ungefähr 4,4 Millionen Tonnen Rohasbest in der Bundesrepublik zugekauft, insbesondere auch in der ehemaligen DDR. Und Asbest wurde zu weit mehr als 3000 unterschiedlichen Produkten verarbeitet. Daran sieht man die Dimension, dass sich Asbest jetzt beispielsweise nicht nur auf Bodenbeläge oder auf Welletanit, also der Klassiker, darstellt, sondern eben deutlich in größeren Umfang annimmt. Diese 4,3 Millionen Tonnen, insgesamt 5,7 Millionen Tonnen mit Asbesterzeugnissen der DDR, wurden zu insgesamt 43 Millionen Tonnen Asbestzement verarbeitet. Und nach einer Studie damals von der Bauer aus 2020, zumindest damaliger Status quo, ist der überwiegende Anteil von Asbestzementprodukten immer noch im Einsatz. Rein zur Verhältnismäßigkeit, um diese ca. 43 Millionen Tonnen mal darzustellen, das entspricht in etwa dem Gewicht von 4.300 Eiffeltürmen in Paris, 10.000 Tonnen, beziehungsweise 172 Supertankern mit einem Gewicht jeweils von 250.000 Bruttoregistertonnen, dass man sich einfach mal eine Vorstellung darüber macht, über wie viel Asbest wir sprechen und was eben auch eingebaut wurde. Asbesterzeugnisse sprechen wir circa vom Asbestzement von einer Fläche vom 1,5-fachen von Berlin und einer Fläche vom 6,8-fachen von Stuttgart, was eingebaut wurde. Wie gesagt, das zum Thema der Verhältnismäßigkeit. Ich möchte umschwenken auf das Thema der Generalverdacht auf Asbest. Asbest ist kein Kann, könnte, müsste, dürfte, sondern Asbest ist, wie alle anderen Gebäudeschadstofftypen, sehr gut geregelt. Es gilt de facto Generalverdacht auf Asbestbelastung im substanziellen Gebäudealtbestand vor 1995. Auch hier sei konkretisiert, immer wieder hört man die Zahlen, wird auch geschrieben, teilweise immer noch in Fachgremien 1993, aber das finale Asbestverbot in Deutschland trat eben 95 ein durch den finalen Verbot von Sanitärleitungen, Asbestzementrohre, also hier als Klassiker. Wir wissen aus Beprobungen, dass selbst nach Asbestverbot noch diverse Lagerbestände, wissentlich, unwissentlich, sei mal dahingestellt, abverkauft wurden. Das heißt, wir haben immer noch positive Treffer im Asbestbereich bei Beweiserhebungen, im substanziellen Gebäudebestand, auch bei Gebäuden nach 1995. Hier beispielsweise im Bereich von Putzen, Fliesen, Bodenkleber, Brandschutzklappen etc. pp. Die Problemlage der Asbestbelastung prozentual lässt sich so darstellen, dass mal aus einer Veröffentlichung vom VDI eben damals herausgegeben wurde, dass eingeschätzt wird, dass 25% von 100 Gebäude asbestbelastet sind. Die Ergebnisse aus der Praxis zeigen eben, dass es also zumindest nach unseren Vorlagen auch im Gremium in etwa die Hälfte, mindestens die Hälfte aller Gebäude Asbestbelastungen gegenständlich sind, mit unterschiedlichen Konzentrationen in hunderten unterschiedlicher Produkte. Das heißt, wenn wir vorgehen, arbeiten in der Beweiserhebung beziehungsweise zur Feststellung, ob Belastung da ist oder nicht, macht man eine Rasterbefundung, man nimmt eben Proben, die müssen repräsentativ sein. Also der Klassiker von 3 Proben pro Gebäude reicht eben nicht, um hier einfach nachzuschauen, gibt es Belastungen und wenn ja, wo und in welchem Umfang, um daraus dann die jeweiligen Sanierungsbereiche beziehungsweise kontaminierten Bereiche dann eben festzulegen. Hier, wenn ich den Klassiker, der hier gerade in der Runde angesprochen wurde, rein mal die Bodenbeläge, also diese typischen Floorflex-Platten, die wir alle kennen, diese graubelierten Platten im rechteckigen bzw. quadratischen Format aufgreifen darf, also auch Kaschenvinylbeläge, also diese aufgeschäumten PU-Belege, muss man das ergänzen mit Linoleumbelägen, mit PVC-Belegen, auch die sind meistens im Rücken dieser Belege asbestbelastet, aber auch die Bodenkleber dessen, also diese Schwarzboden, diese betumhaltigen Schwarzkleberbelege sind auch asbestbelastet, enthalten aber zudem noch einen anderen Schadstoff, nämlich PHKs, also Benzoapyren. Also das heißt dann auch noch ein ganz anderer Gebäude-Schadstofftyp.
Diese Böden haben in der Regel ihren Zenit der Lebensdauer erreicht. Diese Böden sind regelmäßig beschädigt, nicht alle, aber viele davon durch Eingriffe der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte, Bohren, Schneiden, Flexen etc. bp, teilweise Bruchstellen und so weiter. Und wir gehen eben hier so vor, dass wir in der Beweiserhebung... Sie müssten zum Schluss kommen, bitte. Ja. Dass wir in der Beweiserhebung hier nach Ampelprinzip vorgehen, also wir stellen eben fest, dass Beschädigungen an diesen Böden dann dementsprechend konkretisiert werden, gibt es mittelfristigen, langfristigen Sanierungsbedarf und danach wird dann eben dementsprechend saniert. Die Asbestthematik als Schutz des Arbeitsschutzes lässt sich nicht nur auf Arbeitsschutz beschränken. GEFSTOFF V Anhang 2 Nummer 1 Absatz 4 sagt eben, gilt eben auch für private Haushalte, das heißt, das geltende Gesetzgebung gilt für alle. Jeder darf sich mit diesem Thema auseinandersetzen und die Beweiserhebung aktuell mit Laboren, ich komme gleich zum Schluss, bitte, besteht auf 0,001%. Und durch diese Absenkung dieser Grenzwerte haben wir eben deutlich umfangreichere Trefferquoten im substanziellen Gebäudealtbestand. Vielen Dank. Vielen Dank auch Herr Schreiber. Dann komme ich jetzt zur Aussprache und habe bislang eine Wortmeldung auf der Liste, und zwar Herrn Latsch, bitte. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Wir hatten ja jetzt mehrfach hier, auch vor Jahren schon im Parlament, das Thema Asbest im Gebäudebestand, insbesondere im Wohngebäudebestand. Und ich habe dazu mehrere Anfragen an den Senat gemacht. Und da ja insbesondere immer von der großen Gefährlichkeit von Asbest im Wohnbereich die Rede ist, habe ich auch die Frage gestellt, wie viele Fälle von Asbestose sind im Senat bekannt, im Zusammenhang mit Wohnraum. Die Antwort darauf ist immer, dass es so um die 300 Fälle gibt im Zusammenhang mit Arbeit, aber zu Wohnraum hat man keine Erkenntnis. Wenn das so ein dringendes Thema ist, finde ich es eigentlich sehr erstaunlich, dass der Senat sich dafür überhaupt nicht interessiert, wie viele echte Fälle es da gibt. Dann haben wir damals gehört von der Frau Lomscher, die war nur noch Bausenatorin, dass die Kosten pro Wohnung bei 10.000 bis 15.000 Euro liegen. Ich höre jetzt hier 4.000, aber gut, Sie werden das in größeren Massen in Auftrag geben, aber vielleicht sind die Nachkosten bei Frau Lomscher da auch schon reingerechnet gewesen. Wenn das so gefährlich ist, wie es beschrieben wird im Wohnraum, das sind ja meist gebundene Asbeste, die da in Rede stehen, wenn das so gefährlich ist, müssten diese Wohnungen doch unmittelbar freigezogen werden, weil ansonsten wäre das gefährliche Körperverletzung, die da stattfindet, dass man Menschen diesem Asbest aussetzt. Die Frage ist jetzt, ist es so gefährlich? Gibt es Asbestosefälle im Wohnraum? Kann da irgendjemand hier im Raum was zu sagen? Oder gibt es die nicht? Und ja, das ist eigentlich der Kern der Frage. Danke. Dann habe ich als Nächsten den Kollegen Otto auf der Liste. Bitte schön. Vielen Dank. Ich will mal ein paar Fragen stellen und fange mal an bei den Wohnungsunternehmen. Wir hatten ja mal hier einen Beschluss gemacht, auch Berlin asbestfrei 2030. Und jetzt habe ich gelernt, Herr Aleite, bei der Berlinovo, für den Bestand Falkenhagener Feld schaffen Sie das. Das ist ja erstmal sehr positiv. Trotzdem natürlich die Frage, wie gehen Sie da praktisch um? Wie haben Sie zum Beispiel nach dem Erwerb die Mieterinnen und Mieter informiert? Wissen die das eigentlich selber, dass sie in einer Wohnung mit Asbestverdacht sich befinden? Und was tun Sie, wenn jetzt jemand kommt und sagt, bei mir sind diese Fußbodenplatten kaputt, bitte helft mir? Bei der HOVOG ist das so ähnlich. Vielleicht können Sie auch diese Fragen mit beantworten, Herr Schiller. Den Herrn Schreiber würde ich gerne fragen. Wir gucken ja hier auch ein bisschen auf die EU-Gesetzgebung. Was hat sich da in letzter Zeit entwickelt? Was kommt da von EU-Seite auf Berlin zu und auf die Wohnungsunternehmen, was man vielleicht mehr machen muss und wo man aufmerksamer sein soll? Sie haben auch am Schluss gesagt, es wird als Arbeitsschutzthema gesehen. Bei mir sind schon Leute ins Büro gekommen und haben mir Fotos gezeigt von ihrem Fußboden. Da ging es nicht um Arbeitsschutz, sondern ging es darum, dass der zerbröckelt war und dass die da 24/7 mit ihrer Familie und ihren Kindern drin gewohnt haben. Wie ordnet man denn das ein? Also weil tatsächlich diese ganzen Überlegungen, auch wer das vorantreibt, ne, der nationale Asbestdialog, der war damals vom Arbeitsministerium
Bewohnerin oder Mieter kam da überhaupt gar nicht vor, weil es immer nur um Arbeitsschutz geht, nämlich darum, Leute zu schützen, die mal eine Stunde oder eine Woche in einer Wohnung arbeiten. Aber wie ist das mit den Leuten, die da drin wohnen? Welche Vorschriften sind da gegebenenfalls einschlägig? Dann wollte ich Sie noch fragen, wie ist das mit der Lebensdauer von diesen ganzen Asbestprodukten, also insbesondere den Fußbodenplatten, haben wir jetzt ja hier auch gehört aus der Wohnungswirtschaft. Das ist ein doch überwiegend anzufindendes Bauprodukt. Den Senat wollte ich fragen, haben Sie denn über das, was die Wohnungsunternehmen, die Landeseigenen uns hier berichtet haben, hinaus eine Strategie für Berlin? Sind Sie mit der privaten Wirtschaft, Wohnungswirtschaft im Dialog, auch zu diesem Thema Asbest? Bisher hatte ich immer das Gefühl, dass das den Senat nicht besonders interessiert, aber Sie überraschen uns ja hier gelegentlich, Herr Gebler. Insofern freue ich mich zu hören, wenn das auch hier der Fall ist, dass Sie sagen, Sie haben sich einen Überblick verschafft, Sie haben eine Strategie, Sie reden mit der privaten Wohnungswirtschaft darüber und Sie haben einen Plan. Das würde ich ganz gerne wissen und vielleicht noch ergänzt um die Frage, ob Sie den Bedarf sehen, dass wir da auch landesgesetzlich oder verordnungstechnisch aktiv werden als Land Berlin. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Otto. Dann als Nächsten habe ich den Kollegen Naas und dann Herr Kollatz und danach Frau Genburg auf der Redeliste. Ja, ich will mich auch ganz kurz fassen. Ich danke Ihnen zunächst, dass Sie heute uns hier Auskunft geben, gezielt in Bezug auf Berlinovo und Falkenhagener Feld. Als jemand, der ganz häufig im Austausch mit den Mieterinnen und Mietern vor Ort ist, erfahre ich immer wieder die Beschwerden und dass es ganz langsam vorangeht und dass Sie natürlich Angst haben, Gesundheitsschäden davonzutragen. Herr Otto hat gesagt, ich hatte Sie jetzt nicht so verstanden, dass Sie das Ganze quasi sanieren werden demnächst oder dass soweit geklärt ist. Ich hatte Sie eher so verstanden, dass Sie peu à peu vorgehen nach einem bestimmten Prinzip, wenn die Wohnungen frei werden, wenn Sie eine Ersatzwohnung haben. Aber was können wir jetzt den Mieterinnen und Mietern vor Ort sagen? Wie konkret soll es ablaufen? Also ich weiß, Sie haben ja gesagt, die Platten, nur wenn man die Platten hebt, gibt es die Gefahr. Das heißt, warten Sie, bis jetzt der Mieter selber auszieht oder bis diese neuen Wohnungen vor Ort geschaffen sind und dann gehen Sie vor in jede einzelne Wohnung oder sagen Sie, wir werden ein Haus räumen und sanieren erst das Haus. Wie soll es konkret vorgehen, damit ich auch den Mieterinnen und Mietern eine entsprechende Antwort geben kann? Danke. Vielen Dank. Jetzt Herr Dr. Kollatz, bitte. Also dass bei den Asbestthemen häufig die Beschäftigten, die mit Asbest umgehen, im Mittelpunkt stehen, erscheint mir, Herr Otto, durchaus plausibel, weil die haben eben nicht nur eine oder zwei Wochen damit zu tun, sondern nachdem sie die eine Wohnung saniert haben, sanieren sie die nächste und dann die übernächste und dann die drittnächste und so weiter. Das heißt also, und die haben eben vielfach auch damit zu tun, dass eben durch ihre Tätigkeit ja das Asbest gerade zugänglich gemacht wird, was es ja vorher im Regelfall nicht ist. Trotz allem weist das, glaube ich, Ihre Frage auf ein Thema hin. Und da würde mich noch die Stellungnahme interessieren, hier aus der Anhörung. Wie gehen Sie mit Do-it-yourself um? Weil da ist ja dann das Thema, was Herr Otto anspricht, also gewisse Unkenntnis, aber Do-it-yourself-Tätigkeit, da wird ja dann auch normalerweise dann, ohne das zu wissen, Asbest geöffnet. Und was haben Sie da für Möglichkeiten? Wie gehen Sie damit um? Und wie kann man dann in einer Wohnung, in der zum Beispiel was falsch gemacht ist, wie bringen Sie es dann in Ordnung, sagen wir es mal so? Dann noch die eine Frage, der Herr Schiller hat was gesagt, wie Sie das bei den Strangsanierungen auch machen. Sie stellen dann da auch notfalls halt Einheiten leer. Sie haben, also Herr Schiller hat dann von 60 Einheiten am Meringplatz gesprochen. Wie macht das die Berlinovo oder haben Sie diese Fälle nicht, dass Sie Wohnungen dafür leer ziehen muss? Aber das würde noch als Konzept interessieren. Und dritter Punkt, das geht dann eher an den Senat. Wie hoch ist der Anteil, der nach den Planungen, die dem Senat bekannt sind, durch die Stadteigenen, die landeseigenen Wohnungsunternehmen,
Wie hoch ist der Sanierungsstand 2030? Also hier ist ja berichtet worden, dass über die Ankäufe das im Wesentlichen bis 2030 erledigt ist. Aber wie schätzt der Senat das insgesamt bei den landeseigenen Wohnungen bis 2030 an? Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Kollert. Dann Frau Gennenburg, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal herzlichen Dank an die Anzuhörenden. Und wir sind ja hier befasst mit einem sehr bedrückenden Thema, denn das geht ja immerhin um Menschen, die in Wohnungen leben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, die sich auch nicht selber helfen können und die natürlich einer massiven Gefahr ausgesetzt sind. Deswegen ist es auch richtig, dass uns das Thema seit Jahren umtreibt. Mich interessiert bei den Anzuhörenden mal die Frage, also insbesondere Herrn Schiller und Herrn Aleite, die Frage, wie eigentlich vor Ort tatsächlich auch das Thema ist bei den MieterInnenbeiräten, ob das sozusagen in irgendeiner Weise dort auch reingetragen wird, dass man auch schon weiß, okay, vor Ort gibt es ein ganz klares Erfordernis, dass die Leute auch sagen, hier muss jetzt viel schneller gehandelt werden. Gibt es irgendwie sozusagen auch konkrete AnsprechpartnerInnen, die dann dort kontaktiert werden können? Wir als Linksfraktion sind natürlich der Auffassung, dass das, was hier das Problem, mit dem wir es zu tun haben, mit dem Asbest, dass wir das ganz klar natürlich auch adressieren müssen an die Asbesthersteller. Und denn wenn wir darüber reden, dass wir jetzt natürlich die Sanierung machen, dann ist das eine technische Frage und eine Frage von Umsetzwohnungen und eine Organisationsfrage, die wir hier politisch herstellen müssen. Wenn wir aber darüber reden, wie wir eigentlich insgesamt zumindest mal nicht nur in Berlin, sondern in der gesamten Bundesrepublik mit dem Thema hier befasst sind, wäre es ja schon schlau, wenn wir das gemeinsam vielleicht auch länderübergreifend adressieren. Und da, Herr Gäbler, würde ich Sie gerne fragen, ob Sie sich vorstellen können, das Thema Herstellerverantwortung auch in die BauministerInnenkonferenz zum Beispiel zu tragen. Also wäre ja schon gut, wenn wir sagen, wir fordern ja in unserem Antrag, dass es so einen Fonds geben soll, Prüfung, inwieweit ein Förderprogramm zur Asbestsanierung oder zur Entsorgung von Asbestfällen aufgelegt werden könnte. Es wäre natürlich total schlau, wenn wir jetzt auch mal eine Liste hätten von Asbestherstellern, die auch immer noch sozusagen im Baugewerbe unterwegs sind, bei den Baumaterialien immer noch unterwegs sind und wo man jetzt sagen könnte, den stellt man auch ein Stück weit das mal in Rechnung. Ja? Es ist nämlich natürlich total unethisch, dass diese Gewinne, die also Jahrzehnte zurückliegen, natürlich immer noch Profite abwerfen. Ja, ist eine sozusagen rein mathematische Rechnung. Das heißt also, auch diese Frage der Verantwortung wollen wir hier auf jeden Fall adressieren und würden ganz gern wissen, wie der Senat dazu steht, ob Sie sich vorstellen können, dass Sie also auf der einen Seite hier mit den Landeseigenen überlegen, wie man dort vorgeht, dass man mit den Privaten überlegt, wozu sie sich auch verpflichten, aber dass wir auch darüber reden, wie wir insgesamt an die Hersteller rankommen, um diese Verantwortung eben auch an die zu adressieren, die sie auch zu tragen haben. Und das ist natürlich die Asbestindustrie. Und da würde mich auch Ihre Meinung interessieren. Mich würde natürlich auch interessieren, ob es so eine Liste von Herstellern schon gibt. Und dann kann man ja sicherlich auch das gut abarbeiten. Danke. Danke, Frau Gennenburg. Dann sind alle Wortmeldungen abgearbeitet. Ich gebe das Wort an den Herrn Senator und es gilt für den Senat ebenso wie für die Anzuhörenden. Bitte mit Blick auf die Zeit, die Antworten in der gebotenen Tiefe, aber auch in der maximalen Kürze abzugeben. Danke. Genau. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Da wir uns ja auch noch mal damit befassen werden, wenn der Antrag dann zur Abstimmung gestellt wird, beschränke ich mich jetzt auch auf ein paar Stichworte. Also die landeseigenen Gesellschaften haben eine Asbeststrategie, die auch vom Senat so mitgetragen und begleitet wird. Es gab und gibt Gespräche mit dem BBU als dem größten Verband von Wohnungsunternehmen hier in Berlin und mit dem BFW gab es auch schon erste Kontaktaufnahmen, wie dort damit umgegangen werden kann, wie man auch orientiert an dem, was die landeseigenen Unternehmen machen, da arbeiten kann. Da sind wir sozusagen
unterwegs. Im Internet gibt es Informationen für Mieterinnen und VermieterInnen zum Umgang mit Asbest. Und es gibt auch eine Anlaufstelle beim Bürgertelefon 115. Da kann man also auch anrufen und sich informieren lassen zu Themen, wie gehe ich mit Asbest um, gibt es in meiner Wohnung Asbest, beziehungsweise worauf muss ich achten und wen kann ich dann direkt ansprechen. Also das ist, glaube ich, alles soweit gegeben. Die Kosten für die Entsorgung jetzt staatlich zu übernehmen, halte ich für einen gewagten Vorschlag, weil es ist ja nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, wenn man sowas ablehnt, es geht auch gegen die Gefahrstoffverordnung. Und dass ich sage, strafbares Handeln, dem komme ich jetzt sozusagen entgegen, indem ich die Entsorgung selber finanziere, das kann es, glaube ich, nicht sein an der Stelle. Ich verstehe Ihren Ansatz, da muss man auch stärker kontrollieren und auch die entsprechenden Verursacher ahnden. Aber jetzt zu sagen, wir bezahlen das für alle, fände die Landeseigenunternehmen wahrscheinlich nicht schlecht. Aber ich glaube, der Landeshaushalt, das ist ja mindestens ein dreistelliger Millionenbetrag, der da zusammenkommen würde, wenn nicht Milliarden. Würde das... Bitte? Wir haben doch gerade eine Zahl gehört, was es kostet, pro Quadratmeter die Entsorgung zu machen. Wenn ich das hochrechne auf das, was Sie immer an Zahlen nennen von betroffenen Wohnungen, dann liege ich im Milliardenbereich. Ob die so bestätigt sind oder nicht, weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt einfach von Ihren Zahlen aus. Dann die Prozenterreichung bei den LWU. Also wir haben da keine genaue Übersicht drüber. Vor allen Dingen ist ja die Prozenterreichung davon abhängig, was sehe ich überhaupt als notwendig zur Beseitigung an. Ja, das ist ja auch die Frage, was asbestfrei heißt. Wir haben es ja auch vom Sachverständigen gerade gehört, dass nicht jedes Vorhandensein von Asbest automatisch eine Gefährdung ist, sondern dass es auch vom Zustand abhängt, wann man sozusagen dort aktiv werden muss oder nicht. Und genau das ist es, weshalb solche Zahlen, glaube ich, schwer vorlegbar sind. Da müssen aber die Gesellschaften im Zweifel noch mal was zu sagen, wie sie das einschätzen. So, den Rückgriff auf die Asbesthersteller hat grundsätzlich ja auch einen gewissen Charme, aber erstens haben die ja zu der Zeit, als sie es produziert und verbaut haben, produziert haben und es verbaut worden ist, war das ja gesetzlich legal. Zum Zweiten wird es die meisten Hersteller jetzt gar nicht mehr geben, weil es ja jetzt nicht mehr legal ist. Insofern gibt es auch keine Liste von Leuten, die jetzt noch Asbest zum Verbauen in Wohnungen herstellen. Ja, weil es ist verboten. So, und dass es jetzt eine Liste illegaler Firmen gibt, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Also insofern verstehe ich den Ansatz, es ist, glaube ich, aber schwierig, Leute für was zur Verantwortung zu ziehen, was zu der Zeit legal war. Wenn es hinterher illegale Sachen gibt, kann man das sicherlich machen, aber wird in dem Zusammenhang, glaube ich, so nicht funktionieren. Das in aller Schnelle zu den Fragen, die ich jetzt hier mitgenommen habe. Vielen Dank, Herr Senator. Dann gebe ich jetzt zurück an die Anzuhörenden und wir beginnen wie eben alphabetisch. Herr Aleite, bitte, Sie haben das Wort. Ja, recht herzlichen Dank. Leider ist es nicht möglich, Häuser zu räumen im Rahmen von Asbestsanierung oder Sanierung im Allgemeinen. Also insofern gibt es hier die Aufgabe an uns, wie bei jeder anderen Sanierung auch. Auch in dem klassischen Bestandsapartment-Bereich haben wir das ja über viele Jahre praktiziert, dass wir aufklären müssen, dass wir informieren müssen, dass wir dann natürlich die Wohnung im Einverständnis mit den Mietern freiziehen müssen. Und wenn es komplexe Strangsanierungen sind, wo man, ich sag mal, tatsächlich einen gesamten Aufgang eben räumen muss, dann auch es gelingen muss, solche Aufgänge insgesamt zu räumen. Natürlich arbeiten wir dann mit den Mieterbeiräten zusammen. Das ist, glaube ich, ein Instrument, was insbesondere auch dazu dient, die Akzeptanz bei den Mieterinnen und Mietern zu erhöhen. Und wir hatten alleine im Falkenhagener Feld vorletztes Wochenende unser Quartiersfest, wo wir natürlich auch die Gelegenheit nutzen, die Bevölkerung vor Ort von den Maßnahmen, die wir dort vorhaben, letztendlich darüber zu informieren, die Fragen, die dort im Vordergrund standen, auch zu beantworten. Insofern gehen wir da natürlich auch aktiv auf unsere Mieterinnen und Mieter zu. Bei der Frage, was machen wir, wenn denn dann doch mal was kaputt ist und sich ein Mieter an uns wendet, naja, dann werden solche Schadensfälle entsprechend saniert. Wir versuchen dann alles dort möglich zu machen. Und es wurde ja bereits angesprochen, in den Beständen, wo in Teilen die Floorflexplatten verbaut sind, versuchen wir natürlich darüber hinaus auch mit geeigneten Kommunikationsmitteln unsere Mieterinnen und Mieter zu informieren, was denn dieses Material bedeutet. Wir haben in der Vergangenheit eben auch solche Informationskampagnen gefahren, beziehungsweise dann, wenn Wohnungen oder auch bestimmte Apartments mit Materialien dieser Art noch belastet sind, gibt es auch entsprechende Hinweise in den Mietverträgen etc.
Schaffen wir das bis 2028 oder vielmehr 2030 als übergeordnetes Ziel? Ob wir das schaffen, dieses Versprechen kann ich hier nicht abgeben. Wir strengen uns an, dieses Ziel zu erreichen. Die letzten 2-3 Jahre haben uns gezeigt, mit wie viel Widrigkeiten man am Markt in Teilen rechnen muss. Unser Ziel ist es. Und der Kollege hat es gerade insofern zitiert, wir kommen jetzt wieder auch in ein vernünftiges Marktumfeld, was die Umsetzung von komplexen Sanierungsplänen es überhaupt erst einmal ermöglicht. Und auch wir sind öffentlicher Auftraggeber in der Zwischenzeit und dürfen solche Großmaßnahmen dann europaweit ausschreiben. Und das dauert natürlich immer etwas. Das Ganze dann kombiniert mit der Frage, wie werden Wohnungen freigeräumt, Aufgänge freigeräumt, ist natürlich eine immense Herausforderung. Vielen Dank. Dann Herr Schiller, bitte. Ja, und Sie fragten nach der Kommunikation. Herr Leiter hat das gerade schon gesagt. Entsprechende Informationen sind in den Mietverträgen aufgenommen. Sie werden den Anschreiben an die Mieterinnen und Mieter mitgeteilt. Herr Kollatz, Sie haben das angesprochen. Das Thema Do-it-yourself ist ein riesiges Problem. Schon das Einbohren eines Türstoppers in eine Floorflexplatte setzt erhebliche Schadstoffmengen frei. Insofern muss das verhindert werden. Deswegen kommunizieren wir da sehr stark, dass in diesen Wohnungen Do-it-yourself keine Rolle spielen soll. Wir kommen sehr schnell und helfen dann. Die HOVOG ist auch bemüht, den Aufbau eigener Kapazitäten voranzutreiben. Ich glaube, dass das Thema Floorflex eins ist, das sehr schnell abgearbeitet werden muss, denn wir können uns ja keine leerstehenden Wohnungen leisten. Wir haben vorhin den Mehringplatz angesprochen, 20% der Wohnungen stehen leer. Wir haben eine Fluktuation von 5%. Wir setzen keine Mieter zwangsfrei. Das heißt, wir brauchen 4 Jahre Fluktuation, um eine solche Leerstandsquote zu erreichen und können erst dann mit den Strangsanierungen, mit den entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen beginnen. Deswegen bin ich ganz bei Herrn Aleite. 2030 ist die Zielsetzung, werden wir 2030 fertig sein. Das können wir nicht garantieren, aber wir arbeiten daran. Die Kommunikation, Frau Gennenburg, mit Mieterräten und Beiräten ist ein wesentliches Thema. Wir sprechen die Sanierung und die Modernisierungen, auch die zur Verfügung stehenden Investitionen mit den Mieterräten und Beiräten durch. Im vergangenen Jahr hat die HOVOG 20% der geplanten Maßnahmen nicht umsetzen können, weil entsprechende Kapazitäten am Markt nicht da waren. Das ist also nicht die Frage des Budgets gewesen, sondern vielmehr, dass wir nicht das Tempo und die Kapazitäten am Markt gefunden haben, die wir gebraucht haben. Die HOVOG, ich glaube, das ist auch soweit bekannt, setzt da insbesondere in diesen speziellen Bereichen auch auf den Hochlauf eigener Kapazitäten, um dann schneller zugreifen zu können. Die Strategie, die wie gerade von Herrn Gäbler angesprochen ist, die gibt es. Sie ist aber, so wie ich das eingangs gesagt habe, noch einmal auch abgeschichtet nach da, wo Asbest im täglichen berührt wird, wo Schäden daran entstehen können, in den Bodenplatten, in den Bädern, in den Lüftungsschächten etc. pp. Das Thema Fassadenasbest bei uns ist im Wesentlichen im Einklang mit der Klimastrategie zu sehen. Wenn wir wissen, wie die kommunale Wärmeplanung ist, wenn wir wissen, ob wir signifikant die Dämmung einer Fassade verändern müssen, dann ist es ein anderer Angang, ein anderer Ansatz. Insofern, so müsst ihr das sehen, dass die Gesundheit der Mieter ganz, ganz vorne steht. Das ist, glaube ich, klar. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Nachricht. Wir haben ja auch die Kommunikation von privaten Unternehmen übernommen, von denen wir Bestände erworben haben. Und auch die haben in ihren Mietverträgen schon darauf hingewiesen, dass es Asbest gab. Auch die haben in der Leerwohnungssanierung, in der Fluktuation grundsätzlich die Vorflexplatten rausgenommen, haben die Klebstoffe abgeschliffen und haben die Strangsanierung in den Bädern vorgenommen, sodass wir zum Glück bei den 8.500 erworbenen Wohnungen schon auch einen aus großen Ansatz an bereits sanierten Wohnungen erworben haben. Das heißt, wir beginnen nicht bei null. Vielen Dank, Herr Schiller. Dann als letzter Herr Schreiber, bitte. Ja, ich darf in Reihenfolge der angegangenen Fragen eingehen. Und zwar ich beginne damit die Lebensdauer von Asbest, also heißt ja so bekanntermaßen die ewige Faser. Asbest ist ja ein natürliches Mineral. Die Gefährlichkeit von Asbest nimmt nie ab. Ich brauche jetzt hier nicht aus ärztlicher Sicht referieren. Ich denke, es ist hinreichend bekannt, was Asbest im Organismus, insbesondere im Organismus Mensch, auslöst. Die Zeiten für Krankheiten mit Asbest, Asbestose etc., die betragen eben dementsprechend 10 bis 30 Jahre. Das ist kein unerhebliches Problem hinsichtlich der
Ausforschung der Ursache, wann Asbest wie aufgenommen wurde. Wie gesagt, das wurde ja schon im Beitrag gesprochen, dass Asbest eben über sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte erlaubt war, die Faser, indem man die eben bearbeitet hat dementsprechend und eben da der Arbeitsschutz ein bisschen vernachlässigt wurde, beziehungsweise ganz weggelassen wurde. Ich darf hinsichtlich der Frage, was die EU sagt, momentan zitieren, und zwar am 3.10.23 hat das Plenum, EU-Plenum, mit 614 Stimmen dafür, 2 dagegen und 4 Enthaltungen eine Richtlinie angenommen, die bereits das mit den Mitgliedstaaten vereinbart wurde und die den Grenzwert für Asbestexposition am Arbeitsplatz senken und den Einsatz einer modernen und genaueren Technologie zur Erkennung dünner Asbestfasern fordern wird. Das ist sehr interessant, was dort steht. Hier steht weiter zum Beispiel geschrieben, dass der Grenzwert ohne Übergangsfrist von 0,1, ohne Übergangsfrist wohlgemerkt von 0,1 auf 0,01 Fasern Asbest pro Kubikzentimeter Raumluft ohne Übergangsfrist gesenkt wird und erst nach einer Übergangszeit von höchstens 6 Jahren, also sprich seit der Herausgabe, das wäre dann der 3.10.2029, verpflichtet wird, eine neue Methode, nämlich Elektronenrastermikroskopie, die es ohnehin schon gibt in der Beweiserhebung bei den Laboren, für Messungen von Asbest zu verfeinern. Das heißt, wir wissen jetzt schon, die Grenzwerte werden dementsprechend noch mehr verschärft werden. Es gibt mehr Delikte, es gibt mehr Fälle, wo eben dementsprechend teilweise zivilrechtlich als auch strafrechtlich, insbesondere Giftstoff V, dann vorgegangen wird und was eben danach geahndet wird. Die EU spricht weiter, seit 2005 ist es eben in der EU verboten und schreiben eben, dass zumindest nach deren Papier für jedes Jahr in der EU mehr als 70.000 Menschen verantwortlich sind, dass die eben an Asbesterzeugnissen aus der Vergangenheit dementsprechend sterben. Also wie gesagt, Quelle ist EU-Parlament, so viel zu diesem Thema, und die Grenzwerte bedeuten eben richtungsführend aus Brüssel, dass eben das auch für Deutschland realisiert werden soll, gerade im Kontext asbestfreier Hauptstadt. Die Thematik Do It Yourself, darf ich mich anschließen, dem Herrn Schiller als mein Vorredner. Ja, das ist ein Riesenproblem auch für uns im Sachverständigenbereich, denn man muss ganz klar sagen, Do It Yourself, eine Asbestsanierung kann es nicht geben, denn der Umgang mit Asbest obliegt der Sachkunde und in der Regel ist eine private Adresse keine sachkundige Person. Das bedeutet für uns ganz konkret in der Praxis, hier möchte ich noch bitte das Beispiel darstellen dürfen, ist es so, dass wenn Asbest wissentlich, unwissentlich do-it-yourself saniert wird, resultiert daraus in der Regel, ich sage 99%, eine Asbestkontaminierung in einer fixfertig renovierten Wohnung, in dem eben durch unfachmännischen Eingriff Asbestfasern freigesetzt werden, die wir dann regelmäßig auch durch ELMs, also durch Raumluftmessungen, messen. Das führt dann dazu, dass diese Wohnungen dann dementsprechend nach THGS 519 feingereinigt werden müssen. Ein Riesenprozedere, ein Riesenprogramm, das kostet sehr viel Geld. Und bei den sanierenden Betrieben, teilweise sogar Fachbetriebe dabei, die dann irgendwie über Bekanntschaften hinzugezogen werden, auch das ist die Praxis, dann eben nach Verursacherprinzip geahndet wird, teilweise auch natürlich unter dem Aspekt von Schadensersatz. Wer ist dafür dann eigentlich verantwortlich? Die Regelungen gibt es, die sind klar, wie man vorgehen muss. Es wird regelmäßig so nicht vorgegangen und das ist eben die Konsequenz, warum wir dann eben auch für deutsche Gerichtsbarkeiten oder Staatsanwaltschaften bei jeweiligen Delikten oder Ermittlungsfällen dementsprechend arbeiten, um nachzuschauen, wer ist schuld, wo ist die, ich sag mal, Kommunikationskette unterbrochen worden, wer hat wissentlich, wer hat unwissentlich weggeschaut, und das ist eben auch unsere gelebte Praxis im Umgang mit Asbest. Vielen Dank, Herr Schreiber. Damit sind wir mit der anzuhörenden Stellungnahme durch. Wie vorhin besprochen, würde ich dann den Tagesordnungspunkt 6a und 6b gemeinsam vertagen, bis wir die Auswertung der Anhörung heute vornehmen können. Und bedanke mich natürlich erstmal bei den Gästen für die Teilnahme an der Sitzung, für die Expertise, die sie mitgebracht haben und ihre Zeit. Und komme dann zum Top 7, Punkt Verschiedenes. Hierzu die Info: Die nächste Sitzung findet am Montag, den 27. Mai um 9.30 Uhr statt. Und alle Sprecherinnen und Sprecher zur Vorbereitung der Sitzung bleiben bitte noch hiernach da. Gibt weitere Anmerkungen aus der Runde hier? Sehe ich nicht. Alle stehen schon auf. Deswegen bitte ich jetzt die Technik, den Livestream zu beenden. Und wir widmen uns der Sprecherinnenrunde der nächsten Tagesordnung. Danke schon allen, die gehen wollen.